Hallo und herzlich willkommen zu dem dritten Tag der Foto-Online-Tage. Wir möchten natürlich weitermachen mit dem Programm. Wir hatten schon schöne Streams, aber es kommt natürlich auch noch was Schönes. Falls ihr die anderen Streams nicht erwischt habt und erst heute zum ersten Mal dazuschaltet, ein kurzes Wort: Was sind unsere Online-Fototage? Wir als Fotohändler möchten euch am Ende des Jahres mal ein bisschen was zurückgeben. Wir haben Angebote, wir haben Online-Workshops und wir haben Beiträge und Videos für euch, natürlich zusätzlich noch zu unseren Livestreams. Alle Infos findet ihr auf fotokoch.de/fototage. Dort ist wirklich alles hinterlegt, was ihr so braucht. Heute am Sonntag geht alles ums Thema Sony. Wir hatten schon Nikon, wir hatten Canon und auch schon Panasonic. Jetzt ist Sony dran. Und heute wird's spannend. Wir gucken mal rein, was wir heute haben. Der Christian Naxander kommt vorbei und bringt was Schönes mit, die Sony A7 IV. Die gucken wir uns mal im Detail an. Danach machen wir auch ein Live-Shooting damit im Lowlight. Es wird also wirklich spannend, wie sie da performt. Und danach geht's nochmal im Q&A, Fragen beantworten rund ums Sony-System. Das muss jetzt nicht zu der Neuheit sein. Das kann zu allem sein, was ihr so auf dem Herzen habt. Damit das funktioniert, brauchen wir aber auch wirklich eure rege Beteiligung im Chat. Am allerbesten geht das über fotokoch.de/frage. Dort kommt ihr auf unsere Homepage. Ihr habt dort den Livestream auch. Ihr verpasst absolut nichts. Da ist ein Chat-Tool, Frage reinhauen und dann kriegen wir das direkt aufs Tablet und können es direkt live beantworten. Im YouTube-Chat geht das natürlich auch. Aber es kann manchmal sein, dass das da ein bisschen untergeht. Deswegen bitten wir dort um Verzeihung, am besten über den Link. Ansonsten zur Not, falls ihr das Gefühl habt, es wurde übersehen, nochmal posten, dann packt das unser Team da rein und dann wird es natürlich auch beantwortet. Wir schauen mal natürlich, es ist kurz vor Weihnachten, was haben wir denn auch so an Angeboten parat, wenn es um Sony geht. Das Ganze in unserem Prospekt, fotokoch.de/prospekt. Da gibt es ganz, ganz viele Rabatte aktuell, nicht nur Sony, aber wir gucken uns natürlich vermehrt jetzt gerade mal Sony an, damit wir auch gucken, wo können wir denn hier auch wirklich mal was sparen. Ich blätter mal kurz durch auf die Sony-Seite. Da haben wir es. Sony ist aktuell so, dass wir ein lokales Angebot haben. Hier gibt es Gutscheine. Zusätzlich zu allen sonstigen Aktionen, die Sony so hat, da gibt es ganz, ganz viele, da kommen wir gleich drauf, es gibt Gutscheine. Diese sind lokal im Ladengeschäft, also in Düsseldorf. Falls ihr die Zeit nicht finden solltet, weil die Streams nur ein paar Tage gehen, ich schaffe das zeitlich nicht von der Planung her, ruft uns an, schickt uns eine Mail, damit wir das Ganze bewerkstelligen können. Wir werden da auf jeden Fall weiterhelfen. Ich möchte auf jeden Fall so ein Highlight anzeigen und daran mal die ganzen Aktionen runterbeten, was Sony so parat hat, damit keine Fehler passieren dabei, damit nichts vergessen wird. Sony A7 R3A mit dem 24-105mm. Sehen wir hier, nach allen Aktionen 2599 Euro. Wenn wir jetzt sehen, dass es einen Standardpreis von über 3000 Euro hat, sehen wir schon, da geht ordentlich was runter. Wo genau, das gucken wir uns an. Es gibt einmal den Sofortrabatt. Selbsterklärend, das Ganze ziehen wir direkt ab. Ihr zahlt direkt weniger. Danach kommen Cashback-Aktionen. Kamera-Cashback und Objektiv-Cashback. 30 Tage nach Kauf müsst ihr den Antrag bei Sony stellen. Die Links sind auf unserer Webseite. Die werden auch nochmal als Papiersegment mitgeschickt, wo ihr hin müsst. Da ist auch nochmal alles erklärt. Aber hier immer kurz als Rundown. Dort gibt es das Geld zurück. Das ist kein Gutschein und Sonstiges. Das ist direkt Geld zurück aufs Konto. Dann gibt es die Welcome to Alpha Bonusaktion. Das ist eine Aktion, die sorgt manchmal für ein bisschen Verwirrung. Und die muss man mal ein bisschen erklären. Ihr müsst eine Sony Alpha Kamera haben. Wenn ihr diese habt, dann geht ihr auf die MySony-Seite und registriert diese. Wenn ihr es dort registriert habt, kriegt ihr 3 Codes. Wenn ihr diese 3 Codes bekommen habt, könnt ihr bis zu 3 Objektive beantragen, die bei dieser Aktion teilnehmen und dort dann nochmal 100 Euro zurückbekommen. Also ist quasi ein zweites Cashback. Bitte beachten, jeder Schritt muss einzeln durchgeführt werden. Keiner löst den anderen aus. Das bedeutet, wenn ihr es auf MySony registriert, löst ihr kein Cashback und kein Welcome to Alpha aus. Wenn ihr den Cashback beantragt, löst ihr kein Welcome to Alpha aus. Und diese Gutscheincodes, die ihr bekommt für Welcome to Alpha, auf einer separaten Seite. Das ist nicht über die normale Cashback-Seite und das ist auch nicht über unseren Shop.
Das Ganze ist auf der Welcome to Alpha Bonus-Aktionsseite. Dort einlösen und das Ganze bekommt man wieder. Und das ist das Sony-Wort zum Sonntag. Gucken wir noch rein, was wir sonst noch haben. Wir haben natürlich dann, wenn ihr es hier im Ladengeschäft kauft, noch unseren Gutschein. Ne? Wie gesagt, ansonsten anrufen. Natürlich ein Jahr verlängert die Garantie und noch einen Einsteigerkurs von dem Christian Laxander. Da wird nochmal die Basics von dem Alpha-System erklärt. Der ist auch mit dabei. Oder ihr sagt, ich brauche die Auflösung nicht, möchte aber einen schönen Allrounder haben, Einstieg, Vollformat. Die allseits beliebte, immer noch heiß begehrte Sony A7 III Kamera mit dem 24-105. Das ganze System nutzen wir hier zum Beispiel auch. Andere Optik, aber selbe Kamera. Für Livestreams und Videoproduktionen. Ihr habt es also schon öfters mal bei uns gesehen. Wo wir natürlich bei Sony sind, darf man Objektive nicht vergessen. Es gibt allerdings auch noch andere und jetzt nicht nur den Originalhersteller. Zum Beispiel gibt es hier Tamron. Tamron sind sehr interessante Alternativen. Es gibt hier coole Rabatte und wir haben auch noch einen weiteren Stream, der ist morgen. Da quatschen wir einfach mal über die ganzen neuen Objektive, die es so gibt. Und ihr könnt hier gut sparen. Wir haben das begehrte 28-75 Blende 2.8 durchgehend. Also ein schönes immer drauf für Reportagen zum Beispiel oder kleine Porträts. 60 Euro Messerabatt. Es gibt natürlich auch größere Zooms, so als wirklich immer drauf, sage ich mal, so ein 28-200. Oder für die Sportfotografen oder Wildleben 150-500, was nicht allzu groß und nicht allzu schwer ist. Hier könnt ihr auch nochmal bis zu 150 Euro sparen. Natürlich auch die kleineren Systeme. Ne, für normal E-Mount, alles mit dabei. So, wir bereiten kurz alles vor, wir holen unseren Gast rein, wir stellen kurz die Technik um und dann geht's los mit der ersten Neuheit mit der Sony A7 IV. Egal, ob schon vorbestellt oder nicht, ihr zögert, haut eure Fragen raus, sammelt die schon mal, egal, gleich wird alles im Detail geklärt, alles wird gezeigt, was ihr möchtet. Diese Kamera ist es wirklich wert, mal reinzuschauen und wir gucken es uns im Detail genau an. Von daher begrüße ich unseren ersten Gast, den Christian Laxander. Thank you.
So, alles ist umgebaut. Und wir haben ein altbewährtes Bild. Die Konstellation gab es schon ein paar Mal und auch schon vor ein paar Wochen. Und wir haben auch ein ähnliches Thema. Aber heute wird es besonders interessant, denn heute machen wir nicht nur Theorie, sondern heute wird es gleich auch noch richtig in der Praxis gehen. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Aber natürlich erstmal die Vorstellung. Dabei ist wieder der Christian Laxander. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Du hast auch wie immer Spielzeug mitgebracht. Jede Menge. Hier sind die Objektive drin, die wir gleich draußen vor der Tür brauchen, weil wir haben uns ja überlegt, was können wir quasi euren Kunden anbieten, was so ein bisschen weg ist von dem, ich zeige ein paar Bilder aus einer Präsentation. Ne? Und wir werden heute alle euch draußen mitnehmen auf das Display der Kamera und werden ein bisschen wenig Licht fotografieren, also Lowlight. Ja, das ist eine sehr bekannte Frage oder sehr beliebte Frage, sowieso bei jeder Kamera, aber vor allem, weil es die neue 7.4 rauskam, wie verhält es sich mit der alten 7.3? Das wollen wir auf jeden Fall heute mal endgültig den Gar ausmachen, diese Frage, dass wir das direkt testen. Wir hatten es Anfang des Jahres auch, hatten wir auch ein Live-Shooting. Damals war es noch High-Speed mit einem Fußballmodell. Diesmal geht es dann ins Lowlight-Bereich rein, aber wird auf jeden Fall spannend. Vor allem passend jetzt zur Winterjahreszeit. Um die Uhrzeit ist eh nichts mehr da. Wir sind vorbereitet, dachten uns, Lowlight passt auf jeden Fall. Ja, das ist übrigens ganz toll. Wen das interessiert, wie man wirklich schnelle Bewegungen schießt, der kann das bei euch im YouTube-Kanal ja sehen. Die Nina war dabei. Schöne Grüße, falls sie zuschaut. Es war wirklich super, super Ja, das hat interessant. echt Spaß Und gemacht. die Nina macht ja auch Sachen mit dem Ball, da ja, denkt man gar nicht dran. Und diesmal haben wir uns halt gesagt, ja, pass auf, es ist jetzt November, das Action-Shooting draußen ist um die Uhrzeit, in der wir streamen wollen, eher nicht so praktisch, weil es ist einfach dunkel. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Lowlight. Passt ja auch. Passt. Es ist eh eine Sache, die diese Kamera gut abkann. Das schon mal so als kleinen Spoiler voraus. Und es ist einfach der Anwendungsbereich immer da gewesen. Bei der 7.3 auch schon. Lowlight war immer ein Thema. Da Jetzt auch. habe ich heute natürlich eine Besonderheit. Ne? Das ist eine Sache, die habe ich euch noch gar nicht erzählt, weil die Kamera hier steht, ist eine finale Kamera. Das heißt, wir können uns heute auch wirklich die Bildqualität anschauen und ja, das werden wir natürlich auch tun. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir werden mal so ein bisschen grob über die Kamera reden, bevor es dann wirklich losgeht. Auf jeden Fall dranbleiben. Und wenn ihr Fragen habt, schon mal reinposten in den Chat. Die gehen wir schon mal durch. Im Anschluss nach dem Shooting gibt es natürlich ein großes Q&A. Da könnt ihr alles fragen zum Thema Sony, egal ob jetzt die Kamera oder andere Objektive, was auch immer. Lachs weiß eh alles auswendig. Von daher stellt Fast ruhig alles. fast auswendig, fast alles. Ja. Stellt eure Fragen, wir werden es auf jeden Fall beantwortet kriegen. Dann würde ich mal sagen, machen wir so einen kurzen Rundown zur neuen Kamera und stellen so ganz grob vor, was sich jetzt verändert hat. Ja, es ist eigentlich relativ einfach. Sony hat sich angeguckt, was kann eine Alpha 7-3 gut und hat überlegt, was können wir alles noch besser machen. Und sie haben alles, was sie gefunden haben, besser gemacht. Und das ist wirklich. Es sind sehr, sehr, sehr viele Punkte im Detail. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen einteilt in verschiedene Bereiche, dann kommt man relativ schnell zu einem guten Ergebnis. Und ich würde sagen, wir nehmen die Bereiche Fotografie, wir nehmen den Bereich Videografie und so ein bisschen das Gesamtkonzept. Und für mich ist dieses Gesamtkonzept vielleicht der wichtigste Punkt. Eine Alpha 7-3 ist eine Kamera, die eigentlich fürs Fotografieren gebaut wurde. Das heißt, es ist eine klassische Fotokamera, die aber tolle Videofeatures hat. Das ist bei der 7.4 ein bisschen anders. Bei der 7.4 ist es eine reine Hybridkamera. Bedeutet, die kann Foto und Video gleichermaßen gut. Ich mache das mal mit einem Beispiel. Wenn man mit einer 7.3 filmt, das tun ja sehr, sehr viele Leute, dann ist das Umstellen von Filmen auf Fotografieren immer damit behaftet, dass man drei, vier, fünf Sachen im Menü umstellen muss. Und zwar jedes Mal, wenn man wechselt. Wenn ich das jetzt also wirklich so verwende, dass ich schnell umschalten will, dann kriege ich nicht in allen Bereichen die beste Qualität. Das hat Sony komplett geändert. Und jetzt sind wir eigentlich schon mitten in der Bedienung. Wir haben natürlich ein neues Gehäuse. Da spreche ich in der Regel nicht so oft drüber, weil ich ja eine 7S3 habe und das Gehäuse natürlich schon kenne. Aber der Griff ist natürlich ein bisschen größer. Die meisten Leute mögen die Kamera lieber, weil sie besser in der Hand liegt. Zumindest für den allergrößten Teil der Leute. Und wie gesagt, dieser Umschalter hier oben, der ist wirklich praktisch. Den kann ich auch mal in die Kamera zeigen, dass ihr das mal seht. Das Moduswahlrad hier hat deutlich weniger, ja, aufgedruckte Menüpunkte und hier vorne gibt es so einen kleinen Schalter, den kann ich ganz einfach mit meinem Finger drücken. Also wenn ich die Kamera, das ist jetzt ein bisschen schwer für mich, weil die Kamera vorne hängt, ne? Hier vorne drücke, dann kann ich hier hinten verstellen. Und ich zeige euch mal die Rückseite, damit ihr das seht, dann könnt ihr es so sehen. Da kann ich dann zwischen Foto und Video und S und Q blitzschnell hin und her schalten
und eben in der Kamera bestimmen, ob die Einstellungen übernommen werden sollen oder eben nicht. Das heißt, ich kann die wirklich auch getrennt für Foto und Video programmieren, was dann so diesen Hybridcharakter unterstreicht. Mhm. Und von diesen Kleinigkeiten gibt es ganz viele. Ich meine, das Klappdisplay haben wahrscheinlich alle eure Kunden schon gesehen. Ja. Wer sich für die Kamera interessiert, wird mit Sicherheit das gesehen haben. Und auch, dass man den Verschluss, wie bei einer Alpha 1, kann ich auch nochmal zeigen, schließen kann für den Objektivwechsel, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Das sind so Kleinigkeiten. Unter der Haube kann die Kamera aber natürlich ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, ich zeige mal eine Sache, die den meisten Leuten wahrscheinlich noch nicht aufgefallen ist. Und wer vielleicht schon mal bei mir im YouTube-Kanal geguckt hat, der hat ja gesehen, ich habe zwei Videos dazu veröffentlicht. Einmal so die Details, da kann man alles nachgucken. Und im zweiten Teil Praxis. Und eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, ist das deutlich verbesserte Autofokus-System. Ja. Ich habe dir das vorhin angekündigt, ne? Ja. Ich bin bereit. Wir machen das einfach mal live, also jetzt auch schon hier. Wir werden es natürlich nachher unten dann in der Praxis auch bei wenig Licht nochmal sehen, aber ich stelle an meiner Kamera einfach mal was ein und möchte euch einfach mal zeigen, wie das Ganze denn ausschaut. Wir springen dafür einfach mal auf das Display meiner Kamera, da müsstet ihr jetzt gleich das Signal sehen. Ich stöpsel gerade noch was. Ah, der Kollege stöpselt gerade noch rum, dann ist kein Problem. Dann erzähle ich es schon mal. Ich werde jetzt gleich das Echtzeit-Tracking aktivieren. Und Echtzeit-Tracking bedeutet, ich kann quasi mein Motiv auswählen und kann dann blitzschnell quasi das Motiv nachverfolgen. Mhm. Und ja, das sollte dann kein Thema sein. Brauchst du vielleicht Hilfe? Ja, tut mir leid, jetzt ist die iPad durch die Tür, wir müssen die Tür zu machen, rauf wieder. Alles klar. Okay. Das war jetzt das größte Problem. Ich verstehe. Ja. Ist ja kein Thema. Wir sind flexibel. Genau. Einmal auf das Bild meiner Kamera schalten, können wir das einmal sehen? Weil ich wollte ja. Ah, da jetzt haben wir das Bild, guck mal. Augenautofokus. Input wechseln. Achso, den Fernseher auch noch, genau. Auf meinem Live-Bild kann man dich jetzt schon sehen mit dem Augenautofokus, Autofeld, das ist soweit klar. Ich schalte den Augenautofokus einmal gerade um und nehme euch einmal mit auf die FN-Taste. Und da habt ihr hier die Fokusfeldauswahl. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe hier ganz unten auf das Tracking. Tracking bedeutet jetzt, ich wähle mein Motiv aus und es wird nachverfolgt. Und jetzt drücke ich dir das Ganze mal in die Hand. Gerne. Und wir haben an der Kamera übrigens ein 50mm 1.2, natürlich bei Offenblende. Ja? Und jetzt würde ich dich bitten, mit dem roten Kästchen einfach mal auf meine Hand zu zielen und den Auslöser anzudrücken. Jetzt seht ihr alle das grüne Kästchen mit den zwei Strichen an der Seite. Und jetzt halt einfach mal den Auslöser gedrückt. Ja, nicht durchdrücken, sondern einfach nur gedrückt halten. Ja. Sonst kriegst du gleich die Speicherkarte voll, dann muss ich sie gleich wieder formatieren. Nein, aber ich will einmal eine Sache zeigen. Ich kann jetzt meine Hand bewegen und ihr seht natürlich, der Fokus folgt. Aber pass mal auf, halt mal einfach gedrückt. Mhm. 50mm 1.2 bei Offenblende. Das ist der Autofokus der Alpha 7.4. Und muss ich jetzt noch irgendwas sagen? Nein, nicht wirklich. Also, ich habe ganz oft unter meinen Videos gelesen, ja, das ist ja gar kein würdiger Nachfolger. Eine Alpha 7.3 kommt da nicht mal ansatzweise ran. Nicht ansatzweise. Die einzigen Kameras, die ich kenne, die das können, sind die Alpha 1, die ist sogar noch ein bisschen schneller und vielleicht noch eine Alpha 9 Mark II. Ja. Aber bei allen anderen wird es dann schon echt kritisch. Eine Alpha 9 vielleicht, aber ich würde sagen, die ist gefühlt genauso schnell. Aber alle anderen Kameras beim Sony, im Sony Lineup, eine Alpha 7 S3, eine Alpha 7 R4, eine 6600 sind definitiv nicht so leistungsfähig. Ja. Und das ändert in der Fotografie natürlich alles, weil sind wir ehrlich, du willst Action fotografieren, du hast schnelle Bewegung, scharfe Bilder sind essentiell wichtig. Wenn du die nicht hast, bringt dir das Ganze nichts. Und hier bekommst du sie. Das Fokussystem ist eine komplett neue Liga. Ihr habt es vielleicht auch gerade eben schon gesehen, ich habe ja den Augenautofokus umgeschaltet. Ich kann das ja auch mal gerade machen. Ich gehe mal zurück auf das große Feld. Und hier oben vorne auf die Taste am Objektiv habe ich mir jetzt gelegt, dass ich hier die Augenerkennung zwischen Mensch und Tier und Vogel switchen kann, beziehungsweise ich habe nur Mensch und Vogel ausgewählt. Das heißt, sobald ich jetzt hier den Auslöser drücke, habe ich natürlich ganz klar sofort den Augenautofokus. Aber ganz neu ist ja auch der Augenautofokus für Vögel. Das sieht man jetzt unten im Display. Da wird es kurz eingeblendet. Kann ich eben auf eine Taste legen zum Umschalten, was halt super praktisch ist. Und Fokus ist so ein Punkt, wo ich sage, da unterscheidet es sich doch extrem. Und das ist natürlich fürs Fotografieren extrem wichtig, aber eben auch fürs Filmen. Definitiv. Der zweite Punkt, und das wissen wahrscheinlich alle eure Zuschauer schon, ist natürlich die höhere Auflösung, 33 Millionen Bildpunkte, die wir haben. Ne? Und Sony sagt ja, wir haben mindestens die gleiche Qualität, eher sogar noch eine bisschen bessere Qualität im Lowlight als mit einer Alpha 7 III.
Ja, und da waren alle sehr kritisch, als die Aussage Ja, ich kam. kann schon so viel verraten. Ich habe ja vorgestern, als ich die finale Kamera bekommen habe, einen Vergleichstest gemacht. Und nein, ich habe ihn noch nicht veröffentlicht. Der wird irgendwann jetzt im YouTube-Kanal kommen, wahrscheinlich Mitte der nächsten Woche. Ich habe aber die Bilder schon gereviewt. Und das stimmt. Wir haben das Rauschverhalten. Ich würde sagen, man kann es von der 7.3 nicht wirklich unterscheiden. Außer an einem Punkt, nämlich das Farbrauschen der Alpha 7.3 ist doch deutlich höher, auch bei den höchsten ISO-Werten, als bei der Alpha Das ist 7.4. krass. Wir haben also eine höhere Auflösung Ja. und eine bessere Bildqualität bei wenig Licht. Und wer eine Alpha 7.3 kennt, und ich nehme an, ganz viele von euch kennen eine, weil es ist einfach die meistverkaufte Vollformatkamera, ja, die wissen, die Alpha 7.3 ist da bisher die beste im 20 bis 30 Megapixel-Segment. Jetzt haben wir 33 Millionen Bildpunkte, besseres Rauschverhalten. Wird, glaube ich, alle freuen. Und ja, ich glaube, viel mehr braucht man zum Bereich Foto nicht sagen. Nee, ich glaube nicht. Wir Also haben, Fotos so abgefrühstückt. ja, wir haben halt wirklich alle wichtigen oder die zwei essentiellen Ja. Sachen, die einen wirklich weiterbringen, sind massiv besser. Und das werden wir, wie gesagt, auch gleich noch live zeigen. Auch Genau. Autofokus bei wenig Licht ist noch mal besser und lauter solche Geschichten. Ich denke, da werden wir auch die eine oder andere Frage hoffentlich noch kriegen. Also nutzt gerne die Möglichkeit, fragt alles, was für euch wichtig ist. Und ja, ich werde versuchen, heute in der Praxis alles davon zu zeigen. Ja, ich gucke auch schon mal so durch. Ich sehe, so ein paar Sachen sind schon Sehr gut. eingetroffen. Also von daher schön, schön weitermachen für das Ganze, damit wir hier auch was Schönes haben. Deswegen machen wir das ja live, ne? Also wir wollen Genau. ja, dass ihr quasi schreibt und dass ihr was sagt und Ich gehe dann einfach mal so ein bisschen auch durch. Ne? Autofokus, weil wir auch gerade haben, nochmal so als kurze Zusammenfassung: Autofokus A7S3 gegen die A7 IV. Also ich würde sagen, definitiv die Alpha 7.4 schneller als die 7S3. Und ich mag die 7S3 sehr, sehr gerne. Sie ist auch echt schnell. Eine Alpha 7.4 schneller. Okay. Schwierig zu schätzen, aber wir haben noch die Frage, um wie viel ist der Fokus schneller bei Sony Alpha 7 IV im Vergleich zu Sony 7R4? Schon sehr, sehr merkbar. Was mir aufgefallen ist, ist, dass vor allem das Tracking sehr viel performanter ist. Das heißt also, das Motiv auswählen, das, was ich gerade eben mit der Hand gezeigt habe, und wirklich schnelle Bewegung, kann die Alpha 7.4 definitiv schneller tracken. Jetzt werde ich dann oft gefragt, warum. Hängt ganz klar mit dem Auslesen oder der Auslesegeschwindigkeit des Sensors zusammen, ne? Und da sind halt die Sensoren aus der Alpha 1 oder Alpha 9 schneller und deswegen sind sie besser. Und ich glaube, der 61-Megapixel-Sensor in der 7R4, der ist einfach ein Stück langsamer, was das angeht. Das merkt man dann auch. Also gefühlt ist der Unterschied wirklich relativ groß. Bitte versteht das nicht falsch. Auch eine 7R4 ist für so eine hohe auflösende Kamera echt schnell, aber da kommt sie nicht mit. Weil es ja auch natürlich in der Fotografie wichtig ist, fragen ein paar, wie sieht es aus mit Tiefpassfilter und Anti-Aliasing? Also prinzipiell ist es so, dass die Kamera natürlich einen Tiefpassfilter besitzt. Die R-Modelle bei Sony haben ja keinen. Und vielleicht kann ich das mal kurz erklären. Wenn man keinen Tiefpassfilter verwendet, dann bekommt man gegebenenfalls Störstrukturen. Das heißt, die Auflösung des Sensors interferiert mit einem gleichmäßigen Muster. Zum Beispiel bei Stoff, zum Beispiel bei Lamellenvorhängen in Gebäuden kann man das oft sehen oder an der Decke. Und man kann aber eigentlich sagen, je höher aufgelöst die Kamera ist, desto weniger fällt dieses Moiré auf, weil es in den meisten Fällen so klein ist, dass es im Bild verschwindet. Bei den niedriger auflösenden Kameras setzt man aus genau diesem Grund ja eben dieses Tiefpassfilter ein. Das macht das Bild ein bisschen unscharf und damit bekomme ich im Prinzip ja fehlerfreie Bilder, könnte man sagen. Und dann, wenn man eine 7R-Kamera kauft, muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass man gegebenenfalls diesen Bildfehler bekommt. Nennt sich Moiré, aber ist in der Praxis ja relativ gering. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmesituationen, da ist es anders, aber bei meinen Aufnahmen der Praxis spielt es keine Rolle. Okay, wir haben schon ein bisschen vom Bildaufbau und Wirkung. Möglichkeit, die JPEGs anzufassen. Wir haben ein paar Fragen wegen dem Creative Looks, auch von den Leuten, die jetzt von Fuji zum Beispiel zuschauen. Ne? Das Ja, ist ja sehr ein sehr schön. beliebtes Thema. Eigentlich wollte ich das nachher live zeigen, aber ich zeige euch jetzt schon mal die Ein bisschen Einstellung, weil anteasern kann man ja schon mal. das kann ich hier auch ehrlich gesagt besser machen als unten nachher live, weil ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe, das zu zeigen. Ich schalte die Kamera mal ein, dann haben wir auch gleich ein Signal und ich nehme euch dann mit ins Menü. Wundert euch jetzt übrigens nicht, wenn ich nach vorne und nach hinten schaue. Ich kann auf meinem Kameradisplay gerade So, nichts sehen, Moment, ich deswegen. gebe dir das direkt wieder. Genau, Zack. und einmal brauche ich das Bild der Da ist Kamera. es. Dann gehen wir hier ins Menü und ich habe hier ja das neue Menü und da seht ihr schon, ich bin im richtigen Punkt. In dem Fall Belichtung und Farbe steht ganz links oben.
Und hier kann ich jetzt zum Beispiel auf Farbe, Farbton gehen. Und wenn ich das mache, habe ich hier zum einen den Creative Look und wenn ich filmen möchte, das Fotoprofil. Wir starten mal mit dem Creative Look. Hier gibt es dann verschiedene Looks, die ich quasi vorwählen kann. Und was ich jetzt mal mache, ist, ich blätter die einfach mal durch. Ich habe mir vorher einmal auf dich scharf gestellt, damit wir auch ein ordentliches Bild sehen. Das ist hier der Standardeinstellung. Ihr seht schon, die Farbe ändert sich. Und ja, das war zum Beispiel das Vivid. Da sind die Farben ganz besonders gesättigt. Und ich kann euch verraten, der Farbton hier von deinem Hemd ist nicht so lila, wie er in Wirklichkeit ist. Also der leuchtet natürlich viel, viel mehr. Und ich kann die einfach mal durchblättern. Was hier halt echt schön ist, und das kann ich euch mal zeigen, also Black and White muss ich vielleicht noch dazu einmal zeigen. Ja. Was hier halt echt schön ist, ist, dass ich mit dem Pfeil zur Seite, ja, also ich klicke jetzt den Pfeil auf die rechte Seite, in die Detaileinstellungen kann. Das heißt, ich kann hier den Kontrast verändern, ich kann die Spitzlichter verändern, die kann ich jetzt zum Beispiel dann einfach abdunkeln oder eben aufhellen. Ja. Ihr seht übrigens immer den kleinen Punkt an der Seite, ganz rechts an der Seite, das ist die Nullstellung, das ist das, was Sony standardmäßig dahin programmiert hat. Dann habe ich die Schatten verblassen, mag ich persönlich gar nicht. Also da mache ich halt mein Bild, Bild so milchig. Ne? Ja. So, das ist halt so nicht meine Art zu fotografieren. Heißt nicht, dass man das nicht benutzen darf, nur ich persönlich mag es einfach nicht. Ja. Ja, dann haben wir Sättigung, Schärfung, Schärfebereich und Klarheit. Und hier kann ich dann eben ganz individuell anpassen. Noch ein kleiner Tipp, ich gehe mal einmal zurück. Ihr habt hier unter den normalen Einstellungen, die hier oben programmiert sind, hier unten noch 6 programmierbare Felder. Die sieht man an den Nummern. Das heißt, wenn ich hier mir jetzt das dritte Mal auswähle, dann kann ich, wenn ich rüberklicke, als erstes den Basisstil wählen und kann den dann quasi abspeichern. Ja, so kann ich mir also 6 ganz individuelle Bereiche einstellen, ohne dass ich irgendwas verstellen muss. Und das ist schon ziemlich cool. Das stimmt. Ja, also das ist die Geschichte mit der Creative Looks. Das kann ich sehr einfach umsetzen. Ich passe das an mich an. Ich könnte meine Bilder direkt aufs Handy übertragen, direkt hochladen auf Instagram. Was richtig cool ist, ist, dass diese ganzen Stile 1:1 auch während der Videoaufnahme funktionieren. Ich schalte mal auf Video um, damit ihr das seht. Ja, dauert immer einen kleinen Moment, Bildschirm wird einmal schwarz. Dann gehen wir wieder ins Menü. Jetzt erkennt ihr hier vorne an dem roten Symbol oder dem weißen Symbol auf dem roten Hintergrund, dass wir im Videomodus sind. Und auch hier gehe ich in den Bereich Farbe, Farbton und ihr seht, mein Creative Look steht hier ganz genauso zur Verfügung. Und ich kann meine Videos quasi mit dem Farblook, den ich haben möchte, umsetzen. Also von daher, da hat sich eine Menge getan. Ich finde es sehr, sehr praktisch, vor allem, weil man eben, wenn man Inhalte produziert, ja, also Fotos oder Videos, dann kann man einfach nahtlos umschalten. Das ist ziemlich cool. Das stimmt. Ging vorher nicht. So, dann gucke ich mal durch, was haben wir noch? Wir gehen ja eh noch gleich auf Video aus, deswegen stampfe ich mal die Frage, deswegen können wir das wahrscheinlich direkt damit anschließen. Mich interessiert, wie bei der Kamera bei 4K 60 das Ganze arbeitet. Crop auf 35 ist klar, aber wie viel Megapixel sind das? Und dann wird es dann aus dem 4K errechnet. Ja, genau. Das kann ich relativ einfach erklären. Also, Sony hat bei eigentlich allen moderneren Kameras, also alles, was wirklich so, sag mal, 4-5 Jahre alt ist und nicht älter, ein sogenanntes Oversampling. Das heißt, in der Kamera wird ein großer Sensorbereich ausgelesen, meistens sogar der komplette Sensor in 16:9 Seitenverhältnis. Und dann wird dieses Signal genommen und wird runtergerechnet auf das Ausgabeformat. Nennt man Oversampling. Ich habe also mehr Informationen, als ich eigentlich für das Zielergebnis brauche. Bei der Alpha 7 IV ist das bei der vollen Auslesung des Sensors, also Full Frame, 7K. Das heißt, ich habe 7000 Pixel in der Breite und rechne dieses Bild dann runter auf die 3800 Pixel in der Breite für 4K. Und das bedeutet natürlich einen deutlichen Schärfegewinn. Ne? Also ich bekomme ein schärferes, detailreicheres Bild. Wenn ich jetzt 4K mit 50 oder mit 60 Bildern aufnehmen möchte, also mit einer höheren Framerate, dann schaltet die Kamera automatisch in diesen APS-C-Bereich. Und auch hier liest sie den kompletten Bereich aus. Das heißt, sie macht ein 4,6K-Bild, also auch etwas mehr als 4K. Und dann geht sie hin und rechnet das wieder runter auf 4K. Ich habe also auch in diesem Bereich ein Oversampling, was zum schärferen Bild führt. Der für mich entscheidendste Punkt ist aber ein anderer. Die Kamera hat ja noch 2, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Helfer, um Videos noch besser zu machen. Zum einen den Active Steady Shot, den ich wirklich tagtäglich benutze, auf den ich bei meinen Kameras auf gar keinen Fall mehr verzichten möchte. Und das zweite ist eine ganz neue Funktion, die Breathing Compensation. Und beide fügen einen kleinen Crop hinzu. Das Schöne ist, man kann bei der Kamera in beiden Modi
beide Verbesserungen anschalten. Und weil man ja mehr Pixel aussieht, als man braucht, behält die Kamera die volle Auflösung. Das heißt, auch wenn ihr mit 4K 50 filmt und alle Verbesserungen anschaltet, habt ihr mehr als 4K Auflösung, was übrig bleibt und bekommt volle Qualität aus der Kamera. Das ist hart. Das ist, ich weiß, das war jetzt für alle, die nicht Video machen, ein bisschen schwierig, aber sorry für die längere Erklärung. Ja, nee, aber das ist vor allem, wenn man einfach bedenkt, wie störend sowas wie Focus Breathing ist, einfach wenn man im professionelleren Videobereich ist, ist es enorme Hilfe in dem Moment. Und der Active Steady Shot, ich war am Anfang skeptisch, als er kam. Ich dachte mir so, okay, funktioniert's oder muss ich doch wieder meinen Gimbal rausholen? Aber bei vielen Situationen ist es halt auch wirklich dann stark genug, dass ich darauf verzichten konnte. Deswegen. Es spart uns jeden Tag eine Stunde Drehzeit, weil ich einfach jedes Mal, wenn ich ein Objektiv wechsle, sonst meinen Gimbal einrichten muss. Genau. Und bei zwei Dritteln, bei mir sogar ein bisschen mehr der Zeit, kann ich darauf verzichten, weil es einfach für die anderen Clips auch so funktioniert. Ja. Und das ist dann halt einfach viel weniger Arbeit. Mhm. Also von daher für mich ein Feature, was immer an ist. Ja, definitiv. Ich habe noch eins, da geht es um den Shutter, den variablen Shutter. Ja. Kann er den auch in Fotomodus nutzen, um LED-Banding zu vermeiden? Oder muss er da dann wieder auf den mechanischen Shutter gehen? Nee, dieser variable Shutter ist in dem Fall wirklich für die Videofunktion gedacht. Ich habe den bei der Alpha 1 ja auch. Genau. Allerdings muss man dazu sagen, die Alpha 1 hat auch einen anderen Sensor, der nochmal schneller ist, wo ich dann das Banding wirklich in den meisten Fällen komplett eliminieren kann, mhm, auch bei sehr ungewöhnlichen Frequenzen, die LED-Lichter ja oft mit sich bringen. Also Leuchtstoffröhren und so kann ich so oder so, aber der variable Shutter ist hier eigentlich für Video gedacht. Ja. Wir haben noch ein paar Fragen, da geht es auch so ein bisschen um das Rauschverhalten für Low-Light sonstiges. Da kann ich nur sagen, bleibt dran, wir gehen gleich vor die Straße. Ne? Also wir machen es live und da wird auch wirklich mal direkt reingezoomt, auch dass man gucken kann, wie ist das Verhalten wirklich, wie macht sich das Ganze bemerkbar. Ja, und ich kann es ja mal ankündigen, wem das heute im Stream nicht reicht und wer noch genauer Pixel zählen will, ich werde wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche irgendwann das Video veröffentlichen mit den Original-RAW-Bildern, mit den Original-JPEGs, könnt ihr wieder runterladen, kennt ihr von mir aus dem YouTube-Kanal. Genau. Was man jetzt auch sagen möchte, ich erwähne es einfach nochmal nebenbei, aktuell, wenn ihr bei uns irgendwas Richtung Sony kauft, Objektive, Kameras, sonstiges, da ist auch immer noch ein Einsteigerkurs mit dabei. Das heißt, wenn ihr jetzt ganz neu seid in dem ganzen Thema, ist ein Videokurs von Laxander, der euch die ganzen Basics beibringt und es gibt dann auch zwei weiterführende Kurse. Wir haben es reduziert auf einen, also wir haben das Komplettpaket nur noch als Angebot. Okay. Genau, dann kann man wirklich seine Kamera lernen und ich kann schon mal so viel versprechen. Ich werde natürlich den Kurs, der ist im Moment noch mit der Alpha 7.3 gedreht, erweitern um die 7.4. Das wird allerdings Anfang des Jahres erst soweit sein. Klar, die Kamera kommt ja erst im Dezember und dann brauche ich auch noch ein paar Tage, um den Videokurs zu drehen. Das stimmt. Nee, kein Problem. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Roundup. Wir haben es von ein paar Video-Features angesprochen. Vielleicht noch so ein bisschen im Vergleich auch, was viele bei uns auch noch gefragt haben, so im Vergleich. Es gibt eine S3 und es gibt jetzt eine 7.4. Preis ist natürlich ordentlich Unterschied. Wo würde das eine reichen, wo das andere, bei welchen Szenarien, je nachdem, was ich dann so mache. Das Spannende an der Alpha 7.4 ist eigentlich, dass sie ein Top-Allrounder ist. Das heißt, sie kann nicht so viel wie eine Alpha 9 in Mark II in der Geschwindigkeit. Sie ist langsamer, aber sie kommt, ich würde sagen, auf 80% ran. Ja? Bei einer 7 S3 ist es ähnlich. Also wenn ich Video filmen will und ich brauche zwingend 4K mit 120 Bildern oder Full HD mit 240 Bildern, dann bleibt mir nur die Wahl 7 S3. Wenn Rolling Shutter für mich super kritisch ist, kann sie nicht so gut wie eine Alpha 7 S3, dann wäre die 7 S3 die bessere Wahl. Und auch wenn ich unbedingt den hochauflösenden Sucher haben will mit den 9,44 Millionen Bildpunkten, dann muss ich eine 7 S3 nehmen. Immer dann, wenn mir 4K mit 50 reicht. Ja? Mhm. Immer dann, wenn ich trotzdem extrem gute Videos haben will, weil die Kamera mit Oversampling arbeitet, ist die 7.4 echt interessant. Und ich weiß auf jeden Fall schon, ich drehe aktuell mit einer 7 S3 und mit einer 6600. Ne? Mhm. Die 6600 werde ich durch die 7.4 ersetzen. Ah. Es gibt S-Cinetone, es gibt den Active Steady Shot, es gibt 422, es gibt 10-Bit. Alle Sachen, die für mich wichtig sind, sind in der 7.4 drin. Also wirklich alle, genau wie in der 7 S3. Und jetzt muss man bedenken, es sind 1.400 € Unterschied. Ne? Von daher, wenn man die 4K 120 nicht braucht und Rolling Shutter nicht das größte Ding ist, dann auf jeden Fall. Dann tut es vielleicht auch eine 4er. Alles klar. Das ist auf jeden Fall meine Aussage. Es gibt noch eine Frage. Die Kamera hat meines Wissens nach keine Focus-Stacking-Funktion. Das ist richtig. Das ist richtig, das kann ich auch. Es wird gefragt, ob das gegebenenfalls nachgeliefert wird.
Ja, also kann ich immer nicht beantworten, weil ja. Sony ist ja, was Geheimhaltung von Kameras angeht, schon ja. echt gut. Von Objektiven und Zubehör noch besser. Mhm. Und was Software angeht, man erfährt das gar nicht vorher. Also ja. von daher, es tut mir echt leid. Ich würde es mir wünschen, weil ich werde es oft gefragt und ja. ich glaube, viele andere Hersteller bieten es ja inzwischen auch an. Genau. Sony hat es aktuell nicht in den Kameras. Ich mhm. kann euch auch nicht erzählen, warum, ich weiß es nicht. Gibt dazu keine Aussage. Ich wünsche mir das schon seit 3 oder 4 Jahren. Sage ich immer mal wieder, hey, Focus Stacking wäre noch ein Punkt, ja. der ist für viele Leute wichtig. Gibt es aktuell in den Sony-Kameras nicht. Mhm. Man kann sich dann helfen, wenn man das Ding über den Rechner fernsteuert. Ja. Dann kann man mit der Software den Fokusmotor ja auch verfahren. Ist aber natürlich nicht ideal. Ne? Das weiß stimmt. Ich. Also von daher, da habe ich leider keine... Mhm. Keine bessere Nachricht. Kein Problem. Selbe Person fragt auch noch wegen dem Display. Auch das Display hat nur 1,04 Millionen Bildpunkte. Ist das ja. in der Praxis ein Problem? Also für mich persönlich nicht. Das ist natürlich immer die Frage, was möchte man haben? Wie genau möchte man Bilder beurteilen? Was ich bei allen Displays immer mache, ist, ich drücke einmal die Lupentaste, vergrößere mein Bild auf 100% und kann dann die Schärfe Pixel auf Pixel ja. vergleichen. Da ich dann auch noch durch die Bilder durchswitchen könnte, wenn ich Serienbilder gemacht habe und so weiter, ist das für mich so kein großes Ding. Ich gucke auch die Bilder auf dem Sucher an, weil ich einfach mich dann besser aufs Bild konzentrieren kann. Ja. Aber da hilft wirklich nur ausprobieren. Also ich finde das Display besser als das von der Alpha 7 III. Es ist für mich brillanter, von daher würde ich sagen, für mich kein Hinderungsgrund. Ist mir jetzt auch nicht, ich habe sie kurz im Test gehabt, mhm. ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich wirklich Probleme hätte, das Ganze einzuschätzen. Von Fokus her, einfach ob es richtig scharf ist oder nicht, nie ein Problem gehabt. Also ja. in der Praxis austesten, vorbeikommen, wenn es irgendwann mal da ist, dann ja, kann man es gerne vor Ort mal testen. Ich glaube, das könnte echt schwierig werden, weil ja. den ersten Monaten wird es, glaube ich, schwer, dass die Kamera einfach irgendwo im Laden steht, in der Vitrine, dass man sie rausholen kann. Da muss man, glaube ich, vorbestellen. Ja, also vorbestellen auf jeden Fall und wahrscheinlich, selbst wenn wir es gerne in die Vitrine stellen wollen, ist es eher ein Fall von, wir geben es irgendeinem Kunden, der lange drauf wartet. Ja. Also da Geduld, es kommt irgendwann. Sonst habe ich jetzt gerade, Moment, da habe ich noch was. Ja, immer her damit. Zeigt die Kamera den Bereich der hyperfokalen Distanz an? Nein. Quickie, alles klar. Moment, da. Erscheint die Meldung, läuft in NTSC beim Einschalten der Kamera am Display, wenn man im Videomodus 60 FPS einstellt? Habe ich gar nicht ausprobiert. Also eine Sache kann ich euch verraten, weil das weiß ich, das ist bei allen neuen Sony-Kameras so. Und zwar musste früher immer beim Switchen von PAL auf NTSC die Speicherkarte formatiert werden. Ja. Das ist nicht mehr der Fall. Kannst du hier nochmal für mich umschalten, bitte? Ja, gerne. Aber ob die Meldung erscheint, habe ich gar nicht probiert, weil ich filme eigentlich alles immer mit 50 oder mit 25 Bildern. Mhm. Aber das können wir ja ganz einfach machen. Wir können es einfach mal umstellen und dann sehen wir das ja gleich. Ist also gar kein Problem. Hier habe ich die Auswahl. Ja, so, darf ich nachher nur nicht vergessen, wieder zurückzustellen. Ja. So, jetzt bootet die Kamera quasi neu. Und jetzt sehen wir ja gleich, ob ein Hinweis kommt. Ihr seht, bei meiner Kamera, kannst du nochmal umschalten? Bei meiner Kamera steht auch Model Name dran. Ja. Geht denn die ganze Zeit immer auf den anderen? Ja, da kommt auf jeden Fall die Nachricht. Ich schalte die Kamera jetzt einmal aus, schalte sie wieder an und wir gucken nochmal, mhm. ob die Nachricht nochmal kommt oder ob sie weg ist. Habe ich, wie gesagt, nicht probiert, deswegen kann ich es nicht sagen. Nö. Also nicht mehr. Einmal beim Umschalten kommt sie, danach kam sie jetzt nicht wieder. Ich mache es noch einmal zur mhm. Sicherheit. Kamera aus, Kamera an. Und nee. Nicht mehr. Also einmalig kommt die Anzeige, danach nicht mehr. Ich schalte wieder zurück. Ja, in der Zeit suche ich schon mal das nächste. Mhm. Ups, muss ein bisschen mit dem Kabel aufpassen. Genau, Focus Stacking hatten wir schon ein Nein. Focus Bracketing ist ja eigentlich das Gleiche. Ich glaube, damit ist das Gleiche gemeint. Ja, ne? Das Gleiche gemeint. Also Focus Bracketing bedeutet ja, ich fahre unterschiedliche Positionen genau. an und Focus Stacking ja eigentlich auch. Wenn es nur um den Unterschied zusammensetzen geht, es geht beides nicht. Ja, okay. Hi, funktioniert die Fokuslupe im AFC-Bereich? Nein, ging aber nie, meines Wissens nach bei keiner Kamera. Also ich kenne keine, die das kann. Im AFS-Bereich geht es. Ich habe auch das übrigens nicht ausprobiert, also von daher können wir auch nochmal probieren. Gerne. Weil ich habe natürlich nicht alle Special-Sachen genutzt. Ich könnte mal einfach schauen, ob wir die Fokuslupe auf eine Taste programmieren. Das mache ich mal live mit mhm. euch. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt lange Menü seht. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich natürlich erstmal programmieren muss.
Und ich überlege gerade, welche Taste ich nehme, die ich nachher nicht brauche. Die C2-Taste brauche ich nicht, dann nehmen wir die. So, wir gehen nach oben auf die Kamera, haben da schon die Fokusvergrößerung und bin ja in AFC. Aber er springt da sofort zurück. Ach nee, ich bin auch im Filmmodus, Entschuldigung. So, wir gehen in den Fotomodus. Und dann sagt er, nein, geht nicht. Hatte ich aber auch vermutet. Ne? Ja. Habe ja gesagt, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Habe ich mir auch. Mit AFS funktioniert das übrigens. Ne? Das ist kein Ding. Sehr schön. Dann Frage zum Speicher. Reichen denn nicht auch die SD-Karten oder müssen es die CF-Karten unbedingt sein? Und wenn ja, bei was benötige ich wirklich die CF-Karten? Sehr gute Frage. Mache ich einfach live, weil ich brauche natürlich keine CF-Express-Typ-A-Karte zwingend. In meiner Kamera sind übrigens beide Speicherkarten drin. Ich kann die auch nochmal hochhalten, dass ihr es nochmal seht. Im unteren Speicherkartenfach habe ich hier die SD-Karte, das ist diese. Und im oberen Speicherkartenfach habe ich die CF-Express-Typ-A. So, ich halte die nochmal nebeneinander, dann könnt ihr den Unterschied sehen. Die kleinere Karte hier, das ist die CF-Express-Typ-A, also diese hier. Ja? Und die SD-Karten haben den Vorteil, dass sie natürlich deutlich günstiger sind, sind aber auch von der Geschwindigkeit natürlich nicht so schnell. Würde ich jetzt die schnellste SD-Karte einlegen, die es gibt, und das ist die Sony Typ G-Karte, also die wirklich schnellste SD-Karte der Welt, und die macht 299 MB pro Sekunde schreibend. Mhm. 300 lesen, 299 schreibend. Ich zeige euch jetzt mal einfach eine Kleinigkeit, und zwar gehen wir in den Serienbildmodus. Wir wählen eine bisschen kürzere Verschlusszeit, so, und ich drücke einfach mal den Auslöser, 10 Bilder pro Sekunde, die Kamera stellt bei jedem Bild neu scharf, übrigens Augenautofokus haben wir vorhin umgestellt, deswegen ist der jetzt nicht zu sehen. So, und jetzt bitte alle Zuschauer mal links oben auf das Display achten, weil da ist der Puffer zu sehen. Das war's. Ich schieße auch noch ein paar Bilder. Ja, volle Kanne Sellenbild, gar kein Problem. Und links oben in die Display-Ecke, so, das war der Puffer. Was ihr noch nicht wisst ist, dauert einen ganz kleinen Moment, bis ihr wieder ein Bild seht. Ach, ah, der schaltet immer um. Warum? Weiß ich nicht genau. An der Kamera war eingestellt RAW plus JPEG. Heißt, ich habe ein 34 MB RAW-Bild und ein extra feines JPEG-Bild. Das ist in der Regel immer so 16 MB. Mhm. Also pro Bildkombination 50 MB. Mal 10 Bilder pro Sekunde gibt 500 MB pro Sekunde. Ja. Mit einer CF-Express-Typ-A-Karte kann ich, bis die Speicherkarte voll ist, 10 Bilder pro Sekunde mit voller Autofokusleistung, mit Belichtungsmessung, mit allem durchballern. Mit einer SD-Karte geht es nicht. Die ist langsamer, wenn der interne Puffer voll ist, wird die Karte oder die Kamera natürlich auch langsamer. Ja. Muss sie auch werden, weil wenn sie 300 MB schreibt, aber 500 MB anfallen, ist es, glaube ich, eine relativ logische Geschichte. Ja. Also, wer viel Serienbilder macht, wer in keinem Fall möchte, dass die Kamera einen limitiert in Geschwindigkeit und Code, der sollte eine CF-Express-Typ-A-Karte nehmen. Und im Videobereich da Unterschiede? Im Videobereich kann man alles auch auf eine SD-Karte schreiben. Man braucht dann für die All-Intra-Codecs zum Beispiel eine V90-Karte, wenn man 50 und 60 Bilder pro Sekunde filmt. Und für die anderen Sachen würde ich immer eine V60 empfehlen. Also ich selber, habt ihr vielleicht auch gerade gesehen, nutze die TAF-M-Karte. Ja. Das ist ja die langsamere. Davon oder damit machen wir quasi alle unsere Videos. Die reicht für fast alles aus. Und die ist halt auch noch schnell im Übertragen. Die macht irgendwie 270 oder 277 MB offiziell, aber so 270 MB in der Praxis auf den Rechner kopieren, das ist schon gut. Das reicht auf jeden Fall. Okay. Da, die nächste. Es kommen auch gut welche rein, gerne weiter. Ne? Aber ja, egal ob Live-Shooting oder sonst was. Immer weiter. Immer weiter. Schöne Fragen stellen. Gleich. Welche Möglichkeit bietet die Slow-and-Quick-Funktion der 7.4? Werden die Einzelbilder eines Zeitraffers schon in der Kamera als Film zusammengefügt? Wird eine Slow-Mo auf dem Kameramonitor verlangsamt angezeigt? Also auch das ist relativ einfach. Die S&Q-Funktion ist im Prinzip die Möglichkeit bei der Videoaufnahme, und es geht hier um Video, ne, Bewegtbild, deswegen ist es auch neben dem Videosymbol, das Video mit einer Framerate aufzunehmen und mit einer anderen Framerate abzuspeichern. Das heißt, ich wähle erst, mein Video soll mit 25 Bildern pro Sekunde gespeichert werden. Ich zeige das auch gleich nochmal. Ich möchte es aber mit 100 Bildern pro Sekunde aufnehmen, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel in Full HD aufnehme. Dann wird das Video mit 100 Bildern pro Sekunde geschossen, aber für jede Sekunde Video, die ich aufnehme, landen 4 Sekunden auf der Speicherkarte. Das heißt, das Video ist dann schon verlangsamt. Es hat dann in dem Fall keinen Ton, weil natürlich vierfach gestreckter Ton sich nicht mehr gut anhört. Ja.
Das kann ich einfach so nutzen. Und beim Zeitraffer in die andere Richtung ist es genau das Gleiche. Weil wir haben ja über Zeitlupe eben gesprochen. Ne? Kann ich auch nochmal im Menü zeigen. Ist eine ganz einfache Funktion. Und ich mache das jetzt mal so, dass ich einmal in den S&Q-Modus oben schon gehe. Ja, habe ich wieder ganz einfach umgeschaltet. Und jetzt hier quasi mit euch live in das Videomenü gehe. Dann haben wir hier die Zeitlupe und Zeitraffer-Einstellung. Oben steht die Bildfrequenz, mit der ich das Video speichere. Und unten steht, seht ihr schon bei mir eingestellt, 2 Bilder pro Sekunde, in dem Fall also ein Zeitraffer. Ich stelle mal das Dateiformat gerade auf Full HD, weil dann haben wir 100 Bilder pro Sekunde. Dann kann man es visuell noch ein bisschen besser sehen. Ja, so. Und hier kann ich jetzt wählen bis 100 Bilder pro Sekunde. Okay. Jetzt drücke ich dir die Kamera in die Hand. Du filmst nicht ganz kurz, ja? Also roter Knopf oben. Genau. So, einmal scharf stellen, genau, perfekt. Und go. So, ich erzähle jetzt einfach mal ganz schnell und winke noch dabei. Und das reicht eigentlich auch schon, weil ihr seht ja, wie schnell sich mein Mund bewegt. Jetzt drückst du einmal Play. Hier wird dann übrigens auch... Achso, du musst wieder umschalten, entschuldige. Ja, da müssen wir noch eine bessere Lösung finden fürs nächste Mal. So. Jetzt seht ihr, ganz oben links in der Ecke steht 100 FPS X4 Zeitlupe, also vierfache Zeitlupe. Unten steht die Qualität, die wir aufgenommen haben, XAVCS HD mit 25 Bildern pro Sekunde. Und wenn ich jetzt Play drücke, mache ich einfach mal, dann werdet ihr sehen, ich habe ganz schnell gesprochen, aber mein Mund bewegt sich viel zu langsam. Oh, und ich sehe, der Fokus hat natürlich die Hand gecached, weil ich hatte den Augenautofokus deaktiviert. Sorry dafür, nächstes Mal schalte ich den Augenautofokus ein. Aber ich glaube, ihr könnt wunderbar sehen, das ist das Video, was auf der Speicherkarte liegt. Und was ich jetzt oft gefragt werde, ist, warum nehme ich dann nicht gleich 100 Bilder intern auf? Kann ich ja auch. Dann läuft das Ganze in Echtzeit. Dann habe ich aber ein Problem. Weil ich habe ja einen Vorteil. Ne? Ich kann ja einen Ton zum Beispiel aufzeichnen. Geht ja bei Sony. Der Nachteil ist aber, dass ich bei meiner Slow Motion nicht sehen kann, ob das geklappt hat oder nicht, weil alles in Echtzeit läuft. Okay, ja. Das heißt, um den Effekt zu sehen, um zu gucken, funktioniert das im Video, ist diese S&Q-Funktion richtig toll, weil man halt direkt vor Ort live überprüfen kann, wie das Videosignal aussieht. Auf jeden Fall. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Fast niemand, und deswegen erzähle ich es immer, weil das in der Praxis, gerade bei den Videofilmern, halt das Ding ist. Ich muss nichts mehr umrendern, ich bekomme ein fertiges Ergebnis und ich kann das nutzen. Wenn ihr jetzt jemand seid, der das so oder so gerne macht und der schon Übung dazu hat, ey, ihr könnt natürlich auch mit 100 Bildern pro Sekunde aufnehmen und es im Nachhinein über die Software machen. Das bleibt euch überlassen. Dann habt ihr Ton, ja, das ist der Vorteil, aber wenn ihr es stark verlangsamt, habt ihr ja auch wieder keinen ordentlichen Ton. Also von daher... Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ich werfe mal gegen Ende noch so ein paar Quickies rein, weil wir auch gleich mal raus möchten, damit wir auch hier ein bisschen, auf jeden Fall, bisschen Action machen können. Ich antworte schneller. Genau. Auf jeden Fall. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich kommt gleich das Team nicht hinterher, ganz Fragen einzublenden. Sind 10 Bit 4:2 bei allen Framerates und Auflösungen möglich? Ja. Alles klar. Funktionieren die Telekonverter 1,4 und 2,0 mit den Telezooms an der Kamera? Mit allen. Ich habe es sogar unten dabei. Wir werden es heute nicht im Einsatz haben. Selbst mit dem 200-600 Zweifach-Telekonverter kann die Kamera die volle Autofokusleistung bringen, weil sie kann bis Lichtstärke 22 mit AFC bis an den Bildrand fokussieren. Supi. Das war jetzt Tech-Talk, sorry. Das war, ja, aber ne, deswegen sind wir ja auch dazu. Da. Das gehört dazu. Genau. Rolling Shutter bei Foto mit elektronischem Verschluss, Fragezeichen. Maximale Belichtungszeit beim elektronischen Verschluss. Kann ich nicht sagen, weil ich habe es natürlich nicht ausgemessen. Ich bin ja kein Messlabor. Es ist nicht so, dass man denselben elektronischen Verschluss hat wie eine Alpha 9 oder eine Alpha 1. Das heißt, wenn man Kunstlichtquellen hat, wird man auch schön Streifen sehen. Es ist kein XMORS-Sensor. Warum kann die Kamera bei Uncompressed oder Compressed Lossless nur 5 Bilder die Sekunde, obwohl die A1 mit dem gleichen Sensor und... Gleich 2 Fehler drin, darf ich ganz schnell, weil du hast ja gesagt, schnell. Erstens, die macht 6 Bilder pro Sekunde in Compressed. Und zweite, es ist nicht der gleiche Sensor. Das eine ist ein XMORS-Sensor mit 50 Millionen Bildpunkten und das hier ist die Alpha 7.4 mit einem 33 Megapixel XMOR-Sensor. Also von daher ist es nicht das Gleiche. Wer sagt, ich möchte aber mit 20 Bildern pro Sekunde fotografieren und ich brauche unbedingt Uncompressed RAW, die Alpha 1 steht, glaube ich, allen offen. Allerdings ist das fast der dreifache Preis. Ne? Das stimmt auf jeden Fall. Also es ist nicht das Gleiche. Ja. Okay, dann haben wir den. Ich gucke mal gerade, ob ich gerade noch einen direkt sehe. Ansonsten, Regie, dürft mir natürlich gerne einen hochpushen, damit ich das direkt sehe, weil ein paar sich hier gesammelt haben. Okay, war ich zu langsam im Antworten, sorry.
Nein, ich weiß, es ist ja schwer, bei den Sony-Kameras so ein bisschen die Übersicht zu behalten. Ne? Da kommen so viele Technologien und da ein Fachbegriff und da einer. Nee, ich glaube, wir haben jetzt so die Sachen im Chat erstmal durch, was ich sehen kann. Dann würde ich auch sagen, genau, da kommt noch die Frage, können wir gerne mal einblenden, weil es ist das passende Thema. Low-Light-Verhalten im Vergleich zur, okay, jetzt ist es im Vergleich zur 7R3. Kann ich nicht beantworten. Ich verrate auch, warum. Ich habe keine 7R3 mehr. Und ich habe mich gefragt, vor dem Video, was wir jetzt vorgestern gedreht haben mit der finalen Firmware, mache ich den Vergleich mit der 7R4, mit der Alpha 7.3 und der 7S3 und ich habe mich dann entschlossen, nur Alpha 7.3 und 7S3 zu machen, weil ich den Unterschied zwischen 7R4 und 7.4 zu groß finde. Also hätte ich eine 7R3, hätte ich den gemacht. Ich habe keine mehr, kann ich nicht sagen. Kein Problem. Aber ich würde sagen, das richtige Verhalten von dieser Kamera im Lowlight, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich verabschiede dich schon mal ganz kurz, dann kannst du schon mal runtergehen und die Technik vorbereiten. Wir reden noch einmal ganz, ganz, ganz kurz über unsere Fototage, während Lack schon mal das Ganze vorbereitet unten, damit das Ganze auch schön aufgebaut ist. Ich hole ja noch ganz schnell die Speicherkarte, nicht, dass wir gleich keine Bilder mehr machen können, weil ich die Speicherkarte vollgeballert habe. Ich kenne das schon. Ja, das ist normal. Und dann sehen wir uns gleich direkt unten wieder und machen live das Shooting. Aber in der Zeit weiterhin bitte eure Fragen stellen, damit wir es unten auch beantworten können oder spätestens im Nachgang, wenn wir wieder hier oben sind und es alles hoffentlich trocken bleibt. Da werden wir gleich mal gucken. So, der Lachs nimmt jetzt seine Funke auch mit, damit er auch gleich unten Ton hat. Ich mache das gleiche gleich auch. Musst du uns gleich nur ein Zeichen geben, wenn du soweit bist unten, dass wir dich dann runterschalten können. Dann machen wir das Ganze möglich. Ich rede einmal noch so ein bisschen über unsere Fototage aktuell. Wir sind ja schon ein paar Tage live gewesen und wir sind auch jetzt heute noch ein paar Stunden und natürlich auch morgen noch mit dabei. Angebote und weitere Aktionen gehen auch noch Dienstag. Und wir haben uns entschlossen, das Programm ein bisschen knackiger zu halten diesmal. Deswegen machen wir Montag live und danach erstmal nicht mehr. Heute steht, wie gesagt, dann das Live-Shooting und danach nochmal ein Q&A. Ja, lauf ruhig durch. Genau, mach mal. Kein Thema. Das heißt, heute ist alles im Namen Sony. Was haben wir aktuell bei Sony so wirklich in Aktionen da? Wir haben ein lokales Angebot. Wir geben bei bestimmten Preisgruppen von Sony Gutscheine mit dabei. Das alles findet ihr in unserem Katalog. Der ist auf der Webseite verlinkt unter fotokoch.de/prospekt. Dort findet ihr alle Deals ganz, ganz genau. Wir haben ja nicht nur Sony, sondern auch jetzt zum Beispiel Tamron, wo wir auch morgen drüber reden, für Objektive, wo wir coole Deals haben. Da könnt ihr online auf jeden Fall auch sofort dran sparen in dem Moment. Aber wenn ihr jetzt sagt, die Deals von Sony interessieren mich auch, ich schaffe es zeitlich aber nicht hierhin. Düsseldorf ist manchmal auch eine schlechte Strecke zum Hinfahren, das muss man einfach mal sagen. Die Autobahnen sind echt kacke. Dann ruft uns an, schreibt uns eine Mail und wir versuchen das Ganze natürlich auch für euch möglich zu machen. Nichtsdestotrotz, generell bei Sony könnt ihr aktuell ganz gut sparen. Es gibt Cashback-Optionen auf Kameras, auf Objektive, dann habt ihr Sofortrabatte, dann gibt es nochmal den Welcome to Alpha-Bonus. Das Ganze in der Kombi gibt teilweise so viel Rabatt, dass ihr bestimmte Kombinationen fast ein Objektiv geschenkt bekommt. Mein Lieblingsangebot aktuell ist zum Beispiel 7R3 mit einem 24-105 in dem Moment, wo ihr ein paar Hunderter drauflegt und kriegt die Optik, weil einfach so viele einzelne Rabatte dabei sind. Ansonsten, wenn ihr was sucht, natürlich Tamron. Günstige Alternative, 28-75, Blende 2.8 durchgehend, schöne kleine Linse in dem Moment und lichtstark. Zum Beispiel für sowas wie ein Shooting draußen auf jeden Fall zu gebrauchen. Wir haben allerdings nicht nur unsere Angebote aktuell für euch, sondern wir geben euch noch ein bisschen mehr. Wir haben aktuell eine Challenge. Ihr könnt etwas bei uns gewinnen. fotokoch.de/challenge. Einfach mal vorbeigucken und mitmachen. Es gibt keine Sony zu gewinnen, sondern eine Nikon, Nikon ZFC in dem Beispiel. Aber es gibt verschiedene Themen. Es gibt Farbe, Bewegungsunschärfe und Wasser. Einfach mal reinschauen. Ihr könnt Bilder nehmen, die ihr schon habt oder euch inspirieren lassen und einfach was Neues produzieren, damit ihr hier auch mit teilnehmen könnt. Falls ihr so ein bisschen weiter auch Interesse habt an, ich sage jetzt mal, nicht nur Technikgelaber, sondern auch so ein bisschen weitergehend in der Fotografie, so ein paar Geschichten. Wir haben ein eigenes Magazin, das heißt Schnappschuss. Aktuell brandneu raus ist die Color Edition blau. Gerne online nachgucken.
einfach fotokoch.de/schnappschuss, dann könnt ihr es digital angucken. Ihr könnt euch dort auch in eine Liste eintragen, wo ihr das Ganze dann digital euch dann zuschicken lassen könnt. Nicht digital, sondern als gebundene Variante zuschicken könnt. Dann kriegt ihr so ein lustiges... Darf ich da kurz reingrätschen? Stefan, das geht nicht mehr. Das geht immer nur am Anfang, bevor die neue Ausgabe rauskommt. Das geht gar nicht mehr. Genau, also du kannst ihn jetzt nicht mehr ordern, aber jeder Kunde kriegt eine bei einer Bestellung dabei. Das heißt, wenn man bestellt, dann ist eine Ausgabe dabei. Ja. Jetzt halt die neue. Und die bekommt jeder Kunde im Laufe des Zeitraums quasi einmal zugestellt, wenn er halt bestellt. Okay, dann sorry, mein Fehler, da habe ich noch eine alte Info gehabt, weil früher ging das noch, das weiß ich. Aber okay, kaufen, dann kriegt ihr es oder ihr könnt es einfach digital nachgucken. Es ist kein Magazin zum Verkaufen wirklich da drin, sondern es geht einfach um Geschichten. Ne? Lest durch, lasst euch inspirieren, Farbthema. Wir können ansonsten, ich werde wahrscheinlich die Regie damit ein bisschen überfordern, aber wir können gerne auch mal einen kleinen Blick auf morgen werfen, was wir im Programm hätten. Ja, klar, kann ich dir einblenden. Freuen Sie sich immer, weil jetzt muss er ja noch ein Detail raussuchen in dem Moment, was wir dann morgen gleich haben. Kurz zum Schnappschuss. Jeder, der hier vor Ort ist, kann den auch in der Filiale mitnehmen. Also hier geben wir den natürlich auch kostenlos raus. Ne? Ja. Und jetzt such mal eine Überblendung. Also, wir sind morgen ja auch noch mit dabei. Wir haben noch einen schönen Zeitplan, den kriegt ihr auch gleich eingeblendet mit den genauen Zeiten. Aber Beginn tun wir, so wie heute auch, um 18 Uhr in dem Moment. Und dann starten wir wieder hier im Sofa-Setup. Da gibt es dann ein Technik... Das habe ich gesehen. Ein Technikgespräch für Tamron. Dort wird auf jeden Fall auch Sony ein Thema sein, weil einfach aktuell sehr viele Objektive von Tamron mit dem Sony E-Mount kommen. Das heißt, dort auf jeden Fall, auch wenn ihr dort für Fremdobjektive Fragen habt, die der Lachs vielleicht noch nicht getestet hat, da auf jeden Fall mit reingucken. Danach haben wir noch jemand von Instagram uns geholt. Das ist die Greta von Stolen Sunshine, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Jawohl, ich kriege ein Nicken. Und da geht es um die Porträtfotografie. Da auf jeden Fall auch Fragen vorbereiten, falls euch das Thema generell interessiert. Und danach noch ein bisschen Special-Thema. Wird es auf jeden Fall ein bisschen feucht, denn da geht es um Unterwasserfotografie. Da auf jeden Fall mal etwas Besonderes, ein bisschen anderes Thema. Gerne Fragen vorbereiten, wie man das Ganze umsetzt, was man Technik braucht, worauf man achten muss, wo man das vielleicht macht. Lasst euch was einfallen für die Leute, die auch hobbymäßig hier ein bisschen unterwegs sind. Ich gucke mal in die Regie. Hat der Lachs schon irgendwie ein Zeichen, ein Lebenszeichen von sich gegeben, dass wir wissen, dass wir weitermachen können, weil ich auch noch runtergehen muss? Oder wie sieht es aktuell aus? Nee, noch nicht. Aber du kannst gerne jetzt schon mal runtergehen. Dann lassen wir kurz die Animation laufen. Und ihr könnt euch alle draußen was zu trinken, was zu knabbern holen. Es geht gleich weiter. Dauert nicht lange. Alles klar, Stefan, dann machen Stefan wir das. Stefan hat halt alte Knochen. Stefan hat alte Knochen. Der muss erstmal 6 Etagen runterrennen. Ja. Das dauert ein bisschen. Deswegen könnt ihr euch kurz was zu trinken holen. Danach geht es sofort weiter. Alles klärchen. Dann machen wir das so. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Thank you.
ganzen Lichter, das wird schon richtig cool. Wir sind live. Wir sind live, sehr gut. Ja, dann stehen wir jetzt hier unten und ich habe eine richtig gute Nachricht für euch. Als ich gerade eben hier unten angekommen bin, also vor knapp 2 Minuten, hat es in Strömen geregnet. Es hat gerade eben, als du kamst, aufgehört. Das ist ja ein gutes Zeichen. Dann scheint quasi die Sonne. Und was wir ja mal machen können, ist, ich nehme euch mal mit auf meine Kamera direkt, ja, hier auf die Alpha 7 IV. Da habe ich das 50 mm noch dran und ich kann euch ja einfach mal unsere Kameras hier zeigen. Ne? Da steht eine und da steht eine, mit der wir jetzt filmen. Und die habe ich eingepackt in so ein, oder haben wir eingepackt in so ein Regencape und gleich kommt auch wieder das Live-Signal. Also nicht wundern, warum das gerade weg war, weil ich Bilder angeguckt habe. Da ist es halt wirklich nass. Ja. Ja. Und der Boden, kann man auch vielleicht sehen, der ist richtig nass. Da der spiegelt sich jede durch. Lichtquelle. Und von daher haben wir Glück. Ich würde sagen, wir sollten auch direkt loslegen, bevor es wieder bevor anfängt es wieder zu umschlägt. Regnen. Gerne. Aber eine Sache müssen wir unbedingt noch vorher machen. Mhm. Wir müssen unser Model vorstellen. Tugay, hi, schön, dass du da bist. Ein wunderschönen. Hi. Es freut mich total. Hallo. Und ihr habt es vielleicht eben auch schon in dem Live-Bild gesehen. Ich habe noch ein bisschen Licht aufgebaut und wir wollen natürlich mit dem vorhandenen Licht arbeiten. Ja. Großes Glück, heute ist Sonntag. Kein Publikumsverkehr hier. Also wir haben hier alle Möglichkeiten. Und ich würde sagen, ich starte jetzt mal mit der Kombination. Und wir schießen als allererstes mal ein Foto. Vielleicht kannst du die Kapuze einmal runternehmen. Yes. Ich möchte natürlich ein Foto machen mit ein bisschen Tiefe. Das heißt, lehne ich vielleicht einfach mal an die Glasscheibe, an das Fotokoch-Logo, genau. Und ich gucke einfach mal hier von der Seite. Und muss ich natürlich noch den Augenautofokus für Menschen aktivieren. Und ihr seht jetzt, wie dunkel sein Gesicht ist. Und trotzdem ist der Fokus da natürlich drauf. Und jetzt kann ich hier richtig schön arbeiten. Kann natürlich auch noch ein bisschen Belichtungskorrektur machen, wenn es mir zu dunkel ist. Und kann hier die ersten Fotos schießen. Und ihr seht im Hintergrund, wie die Lichter jetzt ausbrennen und wie dunkel das hier wirklich ist. Und die Kamera findet zuverlässig das Auge und stellt quasi scharf. Und jetzt genau, schauen wir ein bisschen in die Richtung. Perfekt, sehr gut. Ah, sehr cool. Ich muss einen Tick heller, warte. So, ja. Und jetzt gehe ich einfach mal mit euch hin und vergrößere das mal. Dann wird das Display übrigens manchmal beim kurz schwarz, beim Umschalten auf die Bildwiedergabe, damit wir einfach die volle Qualität auch sehen. Du kannst es natürlich als Erster einmal beurteilen. Da ist es. Und wir zoomen einfach mal rein und gucken mal. So, 400% vergrößert, 50 mm 1.2 bei Offenblende, im komplett Dunkeln. Auge war fast nicht zu sehen und Auge ist scharf. Soll ich noch irgendwas sagen? Fokusleistung? Ich glaube, das trifft es ganz gut. Jetzt wisst ihr allerdings, 50 mm 1.2 Offenblende war jetzt nicht so schwer. Ne? Wir haben viel Licht im Objektiv. Und wir haben natürlich noch andere Objektive dabei. Mhm. Ich habe die hier unten alle übrigens schön am Rand deponiert, damit sie ein bisschen im Trockenen liegen. Sehr gut. Wir werden auch gleich noch mit lichtschwächeren Sachen arbeiten. Aber was wir ja zeigen wollen, ist, dass man hier mit Lichtquellen arbeiten kann. Dass ich einfach im Hintergrund tolle Sachen machen kann. Und wir gehen noch mal ins Bild und gucken noch mal in die Vergrößerung. Und Bild ist auch gleich wieder da. Und wir können ja uns einfach hier das Rauschen schon mal anschauen. Ja? Ich vergrößere das Bild mal. Wir sind bei ISO 640 und wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt hier bei knapp über 100%. Das Bouquet mit den bunten Lichtern ist schon echt schick. Also das sieht schon richtig gut aus. Das Bouquet sieht richtig cool aus. Hier hinten die bunten Lichter. Ne? Da kann man es sehen, richtig gut. Die sind jetzt ein bisschen ausgefressen, weil es einfach dein Gesicht zu dunkel war und der Hintergrund in dem Fall zu hell. Mhm. Das werden wir aber gleich noch ändern. Wir haben ja noch Lichter aufgebaut und dann werden wir noch ein bisschen mehr Farbe hinzufügen. Genau. Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine Sache direkt. Wir gehen mal direkt in den High-ISO-Bereich. Ja, direkt. Und direkt. Und jetzt machen wir das gleiche Motiv nochmal. Aber ich gehe mit der Kamera natürlich in der Verschlusszeit jetzt, beziehungsweise, ja, ich glaube, ich mache es über die Verschlusszeit. Das ist in dem Fall einfacher für mich. Ich kann in dem Bereich ja einfach mal wirklich hochgehen. ISO steht übrigens auf Auto und wir gehen mal so hoch, dass wir jetzt hier mit der Offenblende, mit dem Objektiv schon bei ISO 6400 sind. Oh, da laufen hinten Leute durchs Bild. Guck mal, man kann die sehen. Sehr cool. Ja, und ihr seht, wie schnell der Autofokus hier arbeitet. Und wir gehen auch noch eine Ecke höher. Jetzt sind wir bei ISO 12800. Dann wird natürlich das Bild nicht rauschfrei sein. Aber trotzdem, wo gucken wir uns natürlich auch an, haben wir hier auch im High ISO, dauert immer einen kleinen Moment, bis das Bild angezeigt wird und es ist echt dunkel, ne? Haben wir natürlich hier ein richtig gutes Bild. Ich habe übrigens an meiner Kamera hier, na, da könnt ihr mal das Rauschen sehen, wir sind bei 100%. Okay. Ja, da kann man diese Körnchen erkennen und das ist halt wirklich dunkel hier. Und ihr seht aber trotzdem, das Ergebnis ist ein sehr, sehr gleichmäßiges, sehr, sehr feines Rauschen. Ich habe ja den Vergleich schon gemacht. Es sieht ein Stückchen besser aus als für den Schatten, ja. Und was er noch nicht weiß, ist, dass er jetzt als nächstes ins Bild kommt. Ach, guck mal. Ja, guck mal, da haben wir dann den Stefan und da, von dir kommt da noch weniger Licht an. Jetzt bin ich schon bei ISO 20.000, Wahnsinn. 10.000, ja. Hier kann ich einfach mal ein Foto schießen. Bei dir nehme ich die Belichtungskorrektur raus.
Dann hast du nachher auch noch ein Foto mit unscharfen. Sehr schön. Okay, ich würde vorschlagen, wir holen mal ein Licht dazu und gucken gerne mal, dass wir im Prinzip im Hintergrund die Lichter noch ein bisschen dunkler bekommen. Mhm. Ich darf dir kurz die Kamera in die Hand halten? Ja, ganz sehr gut. Dann hole ich einfach versuche mal es nicht fallen Lichter zu lassen. Ich möchte in dem Fall das Blaue, ja, sehr gut, genau. Ich möchte in dem Fall das bläuliche Licht haben. Grün-blau ist es übrigens. So, genau, jetzt seht ihr mich hier einmal umbaut, ne, weiter eure Fragen stellen. Genau, jetzt seht ihr mich hier einmal durchs Bild rennen. Jetzt können wir Sachen nachtesten, die ihr vielleicht aktuell noch nicht testen könnt. Von daher, lasst es uns wissen und wir werden es auf jeden Fall, wenn es hier möglich ist auf der Straße, auf jeden Fall für euch durchtesten in dem Moment. Das hier drehen wir einmal um. Das ist absolut kein Problem. Und jetzt klaue ich dir die Kamera wieder. Gerne. Sehr gut. Und ja, ich würde vorschlagen, du kommst nochmal hier rüber. Aber das ist eigentlich ganz cool. Stell dich mal noch einen halben Meter zu mir. Ja, perfekt. Und guck mich einfach mal gerade genau frontal an. Das Licht stelle ich noch ein Tickchen näher zu dir. Wenn ich helfen kann zwischendurch, ne? Nee, ist alles gut. Ich habe jetzt das kühle blaue Licht und kann jetzt hier eben über die Belichtungskorrektur quasi im Hintergrund, das seht ihr schön, die Farben intensiver kommen lassen. Ja, das heißt, ich kann hier genau schauen. Ja, perfekt. Und kann hier mit dem Licht spielen. Und da sehen wir jetzt auch noch die pinke Leuchtstoffröhre im Hintergrund. Und falls ihr euch übrigens so wundert, was da so flackert im Hintergrund, ja, das sind die U-Bahn-Zeiten. Das ist das einzige Licht, was wirklich flackert. Das sieht man hier auf dem Display sehr, sehr stark. Das ist halt einfach so eine LED-Leuchtschrift und zwar eine ziemlich langsame, wie man sehen kann. Genau, und hier kann ich jetzt natürlich arbeiten. Und vielleicht, um mal ein Thema von vorhin aufzugreifen, wir können jetzt mal gucken, ob wir mit den Creative Looks arbeiten. Gerne. Das ist ja so eine Geschichte, das war vorhin ja auch eine Frage. Die habe ich direkt hier unten. Das heißt, ich kann im Fotomodus hier ganz einfach zugreifen und kann jetzt gucken, was gefällt mir denn. Ich kann das Ganze hier zum Beispiel ganz natürlich machen. Dann seht ihr, es ist total entsättigt. Ich würde ja jetzt eher so richtig Cyberpunk in die Richtung gehen. Das heißt, ich würde hier jetzt eher farbig wählen, also sehr, sehr starke Farben, sehr, sehr intensive Farben. Und da merke ich schon, muss ich noch ein Stückchen weiter runter, damit wir hier quasi den Look noch ein bisschen besser hinbekommen. Und ich merke schon, 50 ist einfach nicht meine Brennweite beim Fotografieren. Ich muss gleich das Objektiv wechseln. Also ich zeige euch natürlich jetzt auch noch mal ein Bild. Die Kamera hat jetzt wieder bei Offenblende fotografiert. Ihr seht im Hintergrund schön das Licht. Wir haben hier das Licht des Schaufensters, das ist gelb. Wir haben auf der anderen Seite die Leuchtstoffröhre als Linie im Auge. Ja? Und im Hintergrund dann die Lichter der Stadt. So sieht das gesamte Bild aus. Extra schön dunkel gehalten, dass man das wirklich sehen kann. Jetzt nehmen wir mal eine längere Brennweite, weil ich bin bei Porträts ja eher bei den längeren Brennweiten. Ich wollte schon sagen, ich kenne dich. Ja, soll ich das 135er direkt rausholen? Ja, ich erwarte eigentlich das 135er bei dir, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war klar, du hast es schon vermutet. Ja, ne? Ja. Ich wechsle mal gerade das Objektiv. Das hier müsste das 135er sein. Und ist übrigens ein 1,8er. Hier draußen natürlich jetzt bei Lowlight gar kein Thema. Ich habe aber auch für euch, und das zeigen wir euch natürlich auch gleich nochmal, noch ein Zoom-Objektiv mitgebracht. Ich habe natürlich auch das 24-105 dabei, das ja nur eine Lichtstärke von 4 hat. So, jetzt habe ich noch kein Kamerasignal. Moment, nach dem Wechsel mag er mir kein Bild anzeigen. Was ist los? Ach, da ist es. Sehr gut, da stehst du super. Das passt sehr, sehr gut. Ich muss einmal gerade gucken, dass ich das Licht noch ein bisschen mehr zu dir stelle, dass es von der Seite kommt, weil dann habe ich den Look, den ich brauche. Und jetzt müssen wir einmal, ja, jetzt kriege ich die Farben, die ich haben will. Guckt euch mal im Hintergrund die leuchtenden Farben an. Genau, kannst du einmal hier Richtung meiner Hand schauen, ein bisschen nach hier oben mit dem Auge. Und jetzt gehe ich noch hin und mache, wir haben kein Bild mehr. Okay, ich guck gleich, warte. Okay. Wir fixen mal eben gleich noch einen kurzen. Ich mache einfach zwei Bilder nochmal mit dem Bild ist wieder da, okay, perfekt. Jetzt seht ihr natürlich die Farben auch richtig gut. Meine Kamera ist jetzt übrigens bei ISO 2500 und ich mache es einen Tick dunkler, dann wird im Hintergrund, oh, sehr super, das mit der Hand war gut, ich muss noch einen halben Schritt zurück, Moment. Ja, so, Fokusfeld war jetzt einmal im Hintergrund, ihr seht, hier ist es halt echt dunkel und wir haben halt auch nur blaues Licht. Ja, so, da ist der Fokus, einmal wieder aufs Auge bitte, genau. Perfekt. Guckt euch mal den Look an. Ja, schau mal schön nach oben. Das war super, weil dann hast du die Reflexion. Oh, jetzt macht er die Haare auf. Ich wusste, dass du dazu kommst. Metal hörst du auch noch? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ein bisschen. Echt? Ja, dann bist du bei mir genau richtig. Ich bin auch eher, mag auch eher harte Musik.
So, und natürlich gucken wir uns das Ganze auch mal an. Ich zeige es dir wieder zuerst. Dauert ein kleines bisschen nach dem Umschalten. Was wir jetzt natürlich gemacht haben, ist, wir haben jetzt hier natürlich hier mit den Lichtquellen im Hintergrund gespielt. Ne? Wir kriegen richtig schön leuchtendes Licht. Richtig cool. Ja. Und dir zeige ich es natürlich auch nochmal, ja. Stefan, dass du es auch mal gesehen hast. Geil. Ja, das ist ja genau das, was man sich jetzt hier quasi wünscht. Ja. Und das haben wir relativ einfach hinbekommen, indem wir einfach mit der längeren Brennweite das Licht im Hintergrund noch mehr in den Fokus gerückt haben. Ja. Wir können auch mal genau das Gegenteil machen. Ich kann mal auf Weitwinkel gehen. Dann wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil man wahrscheinlich die Kamera sieht. Aber wir machen mal die Fotokochfassade. Da freut sich doch euer Geschäftsführer ganz besonders. Sagen, der ist immer mit dabei. Ja, sehr gut. Und das mache ich jetzt auch. Ich gehe mal auf das neue 14 mm. Mhm. So, ich bin auch gleich wieder da. Und ich glaube, jetzt würde ich ganz gerne mit der Spiegelung hier auf dem Boden arbeiten. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir zeigen einmal das Ganze. Du bleibst hier stehen. Ja, so. Ich klappe mein Display ein bisschen um. Oh, seht ihr das Kabel vor der Optik? Das ist natürlich nicht so schlau. Soll ich dir einmal die Kamera hier umstellen? Die brauchst du jetzt noch nicht. So, okay. Guck mal. Genau. Guck mal, das pinke Licht an der Wand lasse ich dran, aber das Foto Koch, genau. Sehr gut. Und was ich jetzt eigentlich noch bräuchte, wäre ein kleiner Kicker, ein kleines Licht, was den Tourguide anstrahlt. Aber guckt euch das mal an. Hier kann ich jetzt mit dem 14 mm arbeiten. Die Lichtquellen spiegeln sich. Der Boden ist leider nicht ganz nass, weil das wäre natürlich jetzt noch der Knaller, wenn sich das noch ein bisschen mehr spiegeln würde. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass es gerade nicht regnet. Ja. Und das Foto Koch Logo ist mit drauf und ja, perfekt. Danke, dass du das Posing einfach so machst. Perfekt, dann muss ich das nicht sagen, kann mich ein bisschen aufs Moderieren konzentrieren. Aber das ist natürlich schon ziemlich cool. Und ihr seht jetzt, ich war ganz unten mit der Kamera. Mhm. Und vielleicht konnte man das jetzt auch hier mit den anderen Kameras nicht sehen. Vielleicht kannst du die Kamera einmal zu uns drehen. Einfach mit dem kompletten Stativ, dass man sehen kann, wie wir das hier jetzt machen. Ich schieße also von hier unten quasi das Bild. Ich gehe jetzt natürlich hin und hell das Bild ein bisschen auf, weil da sehr wenig Licht im Gesicht ist. Ach, du standst vor der Lampe, das war der Grund. Ah. Tut mir leid. Genau, kannst du deinen Kopf ein kleines bisschen in die Richtung ziehen, dann kriegst du einen Tick mehr Licht, dann ist es vom Bild her schöner. Ja, genau, so ist gut. Und ja, jetzt müsste ich eigentlich, wie gesagt, mit einem kleinen Aufhelllicht arbeiten. Das habe ich jetzt nicht dran, ich habe ja meinen Monitor oben drauf. Was ich aber gerne noch machen würde, oh, guck mal. Da kann man jetzt übrigens unten auf dem Boden, guck mal hier gerade selber, du musst leider stehen bleiben, die Spiegelung sehen. Und wir machen das mal hier. Kommst du einmal hier rüber, stellst dich mal bitte auf diesen Spot. Ja, jetzt weiß ich, ne? Wenn man draußen ist, dann... Stefan verstellt die Kamera, aber wir wollen das ja extra live für euch machen. Der Hintergrund, warum ich dieses Motiv jetzt wähle, ist hier auf dem Boden. Guckt mal, der Boden ist deutlich glatter und damit spiegelt sich natürlich noch mal viel, viel mehr. Und Stefan, darf ich dich eine Kleinigkeit bitten? Gerne. Ja, sorry, wir haben jetzt gerade keine Zeit, wir sind im Livestream, können wir gerne nachher machen, ja? Ich hole mal gerade ein Licht, weil... Ja, gerne, ich spiele Licht für dich. Der Herr Laxander hat vorgesorgt. Sehr gut. Er hat ein LED-Licht dabei. Ja, und wir machen ein solches Licht und hier kannst du die Leistung, unten, an dem unteren kannst du die Leistung... Genau, ja, sorry. So, und jetzt würde ich dich bitten, dich mal hinter mich zu stellen und das Licht ruhig auf volle Power drehen, weil ich brauche Licht in seinem Gesicht ein bisschen. Das ist das, was mir nämlich eben gerade gefehlt hat. Ja, sehr gut. Jetzt seht ihr das Licht im Gesicht. Guckt mal, jetzt kann man nämlich den Tourguide richtig gut erkennen und man sieht halt wirklich die Spiegelung auf dem Boden. Im Hintergrund laufen Leute vorbei. Sehr gut. Und ich kann hier... Oh, sorry. ja, richtig coole Sachen machen. Das ist jetzt mit dem 14 natürlich sehr extrem. Deswegen werde ich gleich nochmal wechseln. Ich mache mal vielleicht nochmal sowas. 14er Porträts. Ah, der Mülleimer stört mich ein bisschen. Sorry, dass da jetzt auf der rechten Seite ein Mülleimer zu sehen ist. Kannst du einen Tick weiter weggehen mit dem Licht oder ein bisschen Leistung reduzieren? Ja, perfekt. Sehr gut. Der Mülleimer stört mich, aber den kann ich jetzt eben hier beim Live-Shooting nicht rausnehmen. Normalerweise würde ich jetzt noch gucken, wo wir dich positionieren können. Und da fängt es auch wieder an zu regnen. Ja. Und da schmeißen wir die Haare. Da schmeißen wir die Haare nach hinten. Ja, 14 mm. Guckt es euch an. Das ist natürlich... Jetzt verdecke ich schon das Licht. Das Licht müsste ein bisschen schwächer noch. Ja, noch ein kleines Stückchen zurück. Ja, perfekt. Und jetzt kann ich eben hier spielen mit dem Licht im Hintergrund. Und das ist ja das, was wir euch zeigen wollten. Das war genau unsere Idee. Ja? Wir gehen einmal wieder ein bisschen rüber. Du ziehst vielleicht mal kurz die Jacke an, dass du nicht komplett nass wirst. Jawohl. Und ich wechsle auch gleich nochmal das Objektiv. In dem Fall auf ein
Was nehmen wir? Ja, wir nehmen mal das 24er. Nicht ganz so weitwinklig wie eben, aber trotzdem weitwinklig. Und keine Angst, ich zeige euch auch gleich noch das Zoom und wir machen noch mal High ISO. Genau. So, sehr gut. Wenn ich dir sogar nebenbei schon noch eine Frage 24. reinwerfen kann, ja, immer. Während du am Wechseln bist. Immer. Für Funktionsweise kann ich auswählen, auf welches Auge fokussiert wird? Ja, kann ich. Also bei den neueren Sony-Kameras ist das möglich. Das kann ich über eine Taste machen oder ich kann es direkt im Menü vorwählen, wie ich möchte. In der Praxis ist es aber so, dass eigentlich die Kamera immer das richtige Auge wählt. Also von daher, ich benutze das nie. Weil die Kamera meistens oder 99% der Fälle das vordere Auge wählt. Ja. Es gibt ganz wenige Situationen, wo das nicht klappt. Mhm. Deswegen für mich eigentlich kein entscheidender Punkt. Alles klar, super. Hast du noch was an Fragen? Also, ich muss gleich nochmal durchwählen, aber ich habe bestimmt noch was. Also. Jeremias, können wir bitte einmal auf das Display gehen? Ich möchte euch einmal das Display von dem iPad zeigen, damit ihr seht, oh, warte, mein Fokus möchte gerade nicht. Ja, damit ihr so ein bisschen seht, es regnet. Ja. Und zwar nicht ein bisschen, sondern es hat gerade wieder richtig angefangen. Mehr. Ich suche mal durch, ich werfe sie dir gleich rein, wenn ich sie habe. Genau. Okay, dann würde ich vorschlagen, Moment, einmal das Objektiv richtig anbringen. Warum möchtest du jetzt... Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das Ganze noch nicht perfekt funktioniert. Ich habe noch meinen sechsblenden ND-Filter vorne drauf und wundere mich die ganze Zeit, warum es so dunkel ist. Und der Fokus ein bisschen langsamer, weil das ist halt jetzt wirklich wenig Licht. Den mache ich gerade mal ab. Den würde ich auch nur fürs Video sonst verwenden. Ja. Mich gerade gewundert, warum wir den ISO-Wert so hoch haben. Okay, vielleicht machen wir es mal ganz einfach. Das finde ich sehr cool. Ich muss in der Belichtung ein bisschen runter. Ja, noch ein bisschen. Oh, sehr gut. Sehr, sehr blau. Ich gehe mal in der Farbe noch ein bisschen woanders hin und guck mal, ob wir das blaue Licht zumindest so ein bisschen rausnehmen können. Ja, jetzt ist es leicht grün. Hab den Augenautofokus wahrscheinlich auch wieder umgeschaltet. Da ist er. Ah, da ist sehr dunkel. Sehr gut. Ja, guck mal. Jetzt haben wir das 24er übrigens. Bedeutet natürlich, ich kriege sehr viel Umgebung mit drauf, ich kann die Hände mit drauf nehmen. Das gelbe Licht im Hintergrund vom Fotokoch-Logo mag ich sehr gerne. Genau, kannst du einmal hier in die Richtung schauen? Ja, dann sieht man nämlich deine Augen besser leuchten, das finde ich gut. Ein bisschen nach unten, ja, sehr gut. Und irgendwo habe ich auch ein bisschen Wasser auf der Optik, habt ihr vielleicht gesehen, macht aber nichts. Ja, und was ich jetzt mal gerade mache, ist, ich schalte einfach mal ganz kurz um auf Video und stelle dafür die Kamera, die ist ja sogar noch in Full HD. Das ist ganz praktisch. Hintergrund hier, warum möchte ich das haben, ist deswegen, weil wir hier heute nur streamen. Das heißt, wenn ich das für mich aufnehmen würde, würde ich natürlich in 4K aufnehmen. Aber wenn ich das hier natürlich filme, dann in Full HD und ich starte mal die Aufnahme, dann sieht man nämlich auch deine ganzen Bewegungen ein bisschen. Genau. Ja, sehr gut. Ein Tick dunkel. Bild müsste jetzt da sein eigentlich. Siehst du kein Bild? Okay, dann schalte ich einmal um. Warte. Das Video ist ja schon da, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da ihr kein Bild seht, muss ich noch eine Kleinigkeit umstellen. Das mache ich mal gerade nebenbei. Eine HDMI-Auflösung. HDMI-Auflösung ist eigentlich richtig eingestellt. Ausgabeauflösung. So. Und jetzt müsstet ihr auch gleich das Live-Bild wieder sehen. Oh, jetzt ist es ein bisschen hell. Kannst du einen Heimschritt zurückgehen? Ja, genau noch da noch ein bisschen. Ja, perfekt. Jetzt ist das Bild wieder da, perfekt. Und jetzt seht ihr, Videoaufnahme läuft. Und hier seht ihr auch übrigens den Augenautofokus bei der Videoaufnahme. Ja, ich würde jetzt einen Tick dunkler gehen, so finde ich es noch besser, dann bist du ein bisschen mystischer. Ja, sehr gut. Im Hintergrund hüpft der Jeremias quer durchs Bild, aber das sieht doch schon mal richtig gut aus. Perfekt. War übrigens ISO 1000 eben, ne? Nur damit ihr so eine Vorstellung habt und ihr könnt zumindest so ein bisschen das Signal sehen. Was hier jetzt wichtig ist, ist, wenn Tuga einen halben Schritt auf das Licht zugeht, dann wird das ausbrennen und wird komplett gelb sein. Wenn er wieder ein bisschen zurückgeht, dann sieht das in dem Fall besser aus. Ja, ist ja auch logisch, weil dann habt ihr nicht ganz so viel Licht, aber das ist natürlich schon richtig cool. Hier seht ihr übrigens auch mal den Active Steady Shot in Action. Perfekt. Super. Du hast schon wieder ganz viele Fragen. Ich habe ein paar Fragen. Stell du dich bitte unter, dass du nicht noch mehr nass wirst. Also, ich fange mal eben chronologisch an, damit ich das gar nicht vergesse. Das quadratische Fokusfeld in der Sony Alpha 7 III ist schwarz. Kann ich das bei der
7.4 eventuell farblich einstellen. Das ist rot oder weiß, das kann man einstellen, wie bei den neueren Sony-Kameras, bei allen Kameras. Also bei der 7R4 geht es auch schon, bei der Alpha 1 geht es natürlich bei der 7.4 auch. Mhm. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, meins war rot, ne? Genau. So, zeigt die Kamera die Schärfentiefe auf dem Display an? Ja, zeigt sie. Wenn ich im Filmmodus bin, dann kann ich ja die Focus-Map einstellen. Jetzt möchte ich das ungern heute hier live zeigen. Ja, ich kann es verstehen. Wer möchte, kann gerne bei mir im Video gucken. Da erkläre ich das, da zeige ich das auch. Das ist, glaube ich, eine ganz einfache Geschichte. Ist auf jeden Fall ein geiles Feature in dem Moment. Genau. Im Vorfeld kann man einfach sehen, ob beide Augen zum Beispiel scharf sind bei einem Portrait. Ja. Ich habe noch ein paar Fragen zu teilweise anderen Bereichen und Objektiven. Ja. Willst du die auch haben oder willst du die später immer her damit. Alles klar. Frage zum neuen 70-200. Mochtest du den originalen... So, Moment, ich muss gerade einmal, genau, einmal zeigen. Im Originalbereich. Ich renne einmal kurz durchs Bild. Ein bisschen lauter, dann höre ich dich auch. Mochte es neben dem Originalbereich mit dem Zweifachkonverter bis 400 mm nutzen? Ist die Qualität mit dem Konverter ähnlich gut wie das 100-400 oder müsste ich zwei Objektive mitnehmen? Also die Konverter generell sind meiner Erfahrung nach deutlich schlechter, was die Qualität angeht. Ja, vielen Dank. Also jetzt fängt es hier übrigens gerade richtig an zu regnen. Ne? Deswegen haben wir gerade, vielen Dank, ich habe gerade meinen Objektivrucksack zugemacht, weil der ist jetzt nass und der liegt auf dem Boden. Und falls ihr euch vorhin übrigens auch gefragt habt, vielleicht kommen wir noch ein Stück hier rüber, dann sind wir in der Kamera. Ja, stimmt. Falls ihr euch vorhin gefragt habt, warum der so dreckig ist, weil der halt genau solche Sachen jeden Tag macht. Dafür sind die halt auch da und dafür sind die gebaut. Das muss dann auch so durchgehen. Ich hatte gerade noch einen. Ja, also ich würde immer empfehlen, bei Konvertern vorsichtig, weil die fressen schon Bildqualität. Der 1,4er geht, der Zweifach ist auf jeden Fall, da muss man wirklich probieren. Kommt zu Fotokoch, probiert es aus. Genau. Ich muss noch mal raussuchen, Regie, wenn ihr sonst mithört, da war gerade noch eine Frage wegen Wildlife-Fotografie. Die finde ich gerade mit dem nassen Display nicht mehr direkt wieder. Da ist Lesen auch immer so ein bisschen so doof. Moment, da ein nasses Display. Wir halten das mal fest. Ich blende mal ein bisschen ab, dass wir hier das auch zeigen können, wie nass das Display eigentlich ist. Ja. Da sind richtig viele Wassertropfen drauf. Ja, da, also es da regnet bin ich froh, hier nicht mehr so ein bisschen, sondern es regnet wirklich richtig. Ich suche es weiter, ne? Also kein gut, Thema. Dass ich eine Regenjacke mitgebracht habe. Und gut, dass die Kamera das auch aushält. Was soll ich sagen? Es ist halt November, ne? Ja. Wer kommt auf Ideen, November Livestream vor der Tür zu machen? Ich habe es mir so gedacht in der Planung, dachte mir so, das wird sowas von regnen. Nein, es ist alles gut, es ist alles gut. Ja. Was wir jetzt nochmal machen ist, wir schießen nochmal in die andere Richtung. Gerne. Ich würde dich also bitten, Tugger, dich nochmal hier anzulehnen. Guck mal, hier, genau an dem Balken. Vielleicht so ein bisschen seitlich, genau. Und was ich jetzt versuche, ist das Fotokoch-Logo mit ins Bild zu nehmen. Genau, sehr gut, das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt ist natürlich das farbige Licht im Hintergrund nicht mehr da, es ist nur noch gelb. Aber ich glaube, ihr könnt es trotzdem sehen. Und was ich jetzt mal mache, ist, ich blende jetzt mal absichtlich ab. Das heißt, ich gehe jetzt mal wirklich auch in den Bereich High ISO. Ja, sehr gut. Kommst du noch einen halben Schritt näher zu mir? Dann ist die Kante da ein bisschen schöner. Ja, sehr gut. Wir sind jetzt also bei ISO 12.800. Der Hintergrund ist natürlich jetzt nicht mehr unscharf, aber das mache ich extra für euch, damit ihr so ein bisschen sehen könnt, wie das Ganze auch ausschaut im High ISO. Ja, dann sieht man nämlich deine Jacke und ich gehe mal direkt in die Vergrößerung. Es dauert einen ganz kleinen Moment, bis ihr wieder ein Bild seht. Stell du dich bitte wieder unter. Ja. Hier haben wir jetzt das Live-Bild. Ich gehe auf 100% Vergrößerung. Ihr seht, es ist ein scharfes, detailreiches Bild. Ja. Natürlich sieht man so ein bisschen den Regen, also diese Streifen im Bild, das ist jetzt kein Fehler im Bild, sondern das ist einfach der Regen. Das liegt auch an der Belichtungszeit. Genau, und man kann hier, glaube ich, ganz gut erkennen, da wo die Schärfeebene liegt, das Rauschen, die Wassertropfen auf der Scheibe. Mhm. Und wir haben jetzt hier halt wirklich, wirklich harte Situationen, um quasi Bildqualität zu beurteilen. Ja. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen sehen, Ich glaube auch. Ich habe, die Regie hat mittlerweile die Frage wiedergefunden. Ja, sehr gut. Welche Kamera würdest du für Wildlife-Fotografie und in Zukunft auch Video empfehlen? Sony A9 oder 7.4? Die Antwort heißt immer A1. Ich weiß. Wenn man wirklich alles machen will, Foto, Video, extreme Geschwindigkeit, ist einfach eine Alpha 1 unschlagbar. Ja. Ich weiß, die ist preislich sehr hoch. Ja. Wenn es wirklich um schnelle Bewegungen geht, würde ich immer eine 9er als zweite Kamera vorschlagen und nicht eine 7R4. Ich weiß, man verliert die Möglichkeit zu croppen, aber wenn ein Bild out of focus ist, ist es out of focus. Und das passiert mit der 7R4 deutlich öfter als mit der, mit der Alpha 9. Deswegen wäre meine Wahl eher eine Alpha 9. Mhm. Das Problem bei der Geschichte ist natürlich, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie viel schnelle Bewegung macht man denn? Macht man mehr Landschaft? Dann ist vielleicht auch die 7R4 die bessere. Mhm. Das muss man wirklich dann im einzelnen Gespräch klären. Ich glaube, da ist ein Stream
nicht bisschen, das Richtige. Da würde ich wirklich sagen, bei Fotokoch vorbeikommen, mit den Verkäufern sprechen, dann wirklich auch diese Fragen genau stellen, was braucht ihr, und dann kann man auch gut beantworten, was macht mehr Sinn. Ja. Also ich persönlich, weil ich brauche diese Geschwindigkeit öfter, würde eher sagen, wir brauchen, ich würde eher einen Alpha 9 bevorzugen. Ich persönlich. Ja. Ansonsten, in deinem Video hat man es auch gut gesehen, hattest du ein paar Vögel im Vergleich gehabt für den Fokus. Genau. Also wenn, da hat man so einen groben Einblick, auch wie es dann mit dem Fokus aussieht in dem Moment, da einfach mal aufs Video klicken, dann habt ihr es da. Ich wechsle gerade nochmal auf das 85er, frag du bei euch weiter, dann haben wir nochmal die nächste Optik dabei. Ja. Und ja, ihr habt schon gesehen, der Hintergrund wird natürlich jetzt nicht toll aussehen, wenn man abgeblendet arbeitet. Aber das ist einfach der Sache geschuldet, dass ich euch zumindest ein bisschen High ISO zeigen wollte. Ja. Meine Kamera ist übrigens inzwischen auch klatschnass. Ja, ich habe nämlich auch genau passend dazu die Frage. 14 mm übrigens auch. Wie sieht es mit der Wetterbeständigkeit aus und Robustheit von dieser Kamera im Vergleich auch zu den anderen Mitbewerbern? Also ich habe natürlich jetzt nicht alle Kameras irgendwo aufgebaut und in den Regen gestellt. Ich kann aber relativ viel dazu sagen, weil meine Kameras sind ja alle in genau solchen Geschichten im Einsatz. Und ich muss auch hier wieder den ND-Filter abmachen. Hier da merkt man den Videografen immer. Tausendfach ND-Filter auf. Ja, das sind einfach die Optiken, die ich immer zum Filmen benutze. Deswegen, so. Da weiß man immer, dass die drauf sind. Genau, weil die sind bei uns standardmäßig immer drauf. Und jetzt für Lowlight muss ich die natürlich abmachen. Habe ich im Vorfeld vergessen. Ja, das ist kein Thema. Ja, ist nicht so schlimm, ne? Ich glaube auch. Gut, das Licht da hinten hat mir eigentlich besser gefallen als das in diese Richtung. Ich versuche trotzdem noch einmal von der Seite zu schießen und mal zu gucken. Jetzt sind wir wieder im Bildausschnitt deutlich enger. Ja, sehr gut. Oh ja, es leuchtet golden. Ich gehe in der Belichtung noch ein bisschen runter. Guckt es euch mal einfach an. Das ist halt 85-1.4. Ne? Was soll ich sagen? Das Bokeh ist einfach ein Traum. Ihr könnt ja die Blendenflecken bzw. die Lichtkreise im Hintergrund sehen. Ah, sehr gut. Ich gehe einmal noch auf den Weißabgleich und ändere den ein bisschen. Der ist mir ein Tick zu... Ja, der ist mir zu blau. Der ist halt sehr neutral. Wir lassen ihn mal in bläulich neutral, weil wir haben ja blaues Licht. Mhm. Aber dann gehe ich in der Belichtung noch ein bisschen runter, dass es noch ein bisschen düsterer wird. Ah, nee, es ist mir echt zu blau. Ich muss es leider umstellen. Tut mir leid, bin noch nicht zufrieden. Das ist immer das Problem, wenn man Fotografen da hat. Ne? Ja, das ist natürlich eine Sache, die man auch im RAW jetzt im Nachhinein natürlich machen kann. Ja. Weil ich schieße ja RAW und JPEG, aber das ist super. Das war richtig cool mit der Hand. Jetzt findet er gerade ein Auge nicht. Ja, aber ich kann ja auch so arbeiten. Ich kann natürlich auch, wenn das Auge mal nicht gefunden wird. Und jetzt hat er ja lange Haare, er hat seine Hand direkt vor dem Mund. Die Kamera tut sich jetzt schwer, das Auge zu finden. Dementsprechend kann ich jetzt aber hier den Fokus natürlich auf das Auge setzen. Und dann seht ihr, dann hat er den auch sofort wieder und arbeitet. Du kannst auch die Hand natürlich wieder ein bisschen höher nehmen, dass es noch ein bisschen extremer wird. Ja, ist sehr cool. Ah, coole Bilder, mag ich gerne. Vor allem das goldene Leuchten im Hintergrund. Komm, ich zeig dir das mal. Dauert wieder einen kleinen Moment, bis wir das Bild sehen. Ja, aber du siehst im Hintergrund wirklich, es leuchtet golden. Man sieht die großen Bokeh-Bubbles. Ja. Und wir gehen einfach mal hier aufs Auge. Wow. Es ist immer noch Regen. Es regnet wie Hölle. Aber das ist auch das Gute daran. Das komplette Display ist nass. Ja, mega. Ja, aber da sieht man halt so ein bisschen... Ja. Ja. Nee, also wie gesagt, um das Thema Wetterfestigkeit noch mal kurz aufzugreifen. Gerne. Meine Kameras, meine 7R4, meine Alpha 7-3 waren nicht einmal pitschepatsche nass, sondern gefühlt 100 Mal, weil wir natürlich Tierfotografie-Workshop haben. Es hat 2 Tage durchgeregnet, von morgens bis abends, und zwar viel stärker als jetzt. Die Kameras sind immer noch in meinem Koffer. Also in der Praxis kenne ich das Problem nicht für das Einsatzgebiet, was ich habe. Mhm. Was ich sagen kann, ist, dass alle neueren Kameras, also die Alpha 1, die 7S 3, die 7R 4 und auch die Alpha 7 4 nochmal deutlich besser gedichtet sind. Es hat zum Beispiel eine neue Bajonettabdichtung im Inneren gegeben. Der Blitzschuh ist nochmal anders gedichtet. Die Batteriefächer bzw. die Speicherkartenfächer, kennt ihr ja, die haben jetzt diesen Klappmechanismus. Genau. Also von daher in der Praxis kein Thema, wenn man Kameras lange draußen stehen lässt, und das können wir nochmal machen, ich kann euch ja nochmal live unseren Aufbau zeigen, dass ihr das nochmal seht. Hier steht die Alpha 6600 mit dem Regencape und ich zeige euch das mal absichtlich von der Seite. Es hat richtig geregnet. Wenn ihr die lange draußen stehen lassen wollt, dann ist ein Regencape cool. Ja. Ja? Kostet übrigens auch nicht die Welt. Ich weiß gar nicht, was es bei euch kostet. Ich weiß auch nicht auswendig, aber unsere Regie ist bestimmt so nett und postet mal so einen kleinen Link in den Chat rein. Genau, aber man sieht es ja... Das ist dann natürlich
wenn man wirklich lange draußen ist, die beste Wahl. Ja. Und gibt es übrigens auch ein höherwertig. Also das sind jetzt die ganz einfachen. Ich habe die immer für meine Teilnehmer dabei bei den Tierfotografie-Workshops. Ja. Und ich habe dann selber noch einen größeren. Ja, wohl auch bei Tierfotografie redest, Brennweiten sind dann in der Regel ein bisschen höher. Ja. Frage, wie gut ist der Autofokus auch bei hohen Brennweiten, zum Beispiel 600 mm? Pass auf, wir machen eine Sache, das war nicht geplant, okay. Ich hatte es nicht geplant, heute zu machen. Ich drücke dem Tourguide kurz die Kamera in die Hand. Ich will auch sowas ich nicht. Ich renne einmal kurz in meinen Koffer, ja. Da ist nämlich okay. ein 200-600 drin und ein Zweifach-Telekonverter. 1200 mm, gibt mir 20 Sekunden. Okay. Wir hatten doch schon das Thema. Ja, ach du, keine Sorge. Ich sag mal so, das ist Lachs. Der ist gut versichert, bestimmt, zur Not. Absolut kein Thema. Das Problem ist, bei mir kann immer alles passieren, ja. Wenn wir live sind. Ne? Deswegen bin ich auch gefürchtet. Macht aber nichts. Ja, berüchtigt. Ich komme dann immer so auf Ideen, wir machen das Shooting live vor der Tür. Ja. Ne? Nicht so wie alle anderen im Studio, sondern wir machen das live. Also 200, 600 habe ich da unten hingestellt. Mhm. Zweifach Telekonverter machen wir schnell drauf. So, jetzt muss ich noch einmal gucken, dass ich ihn auch richtig aufsetze, weil das habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Na, komm. Brauchst du Licht? Nee, ich habe nur eine Sache vorher nicht gecheckt, nämlich wo der weiße Punkt ist, weil jemand die Schelle verdreht hatte. Alles gut, passt schon, hat geklappt. Und jetzt klaue ich dir das hier wieder. Bitte. Sag ich auf gar keinen Fall nein. So. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt echt gespannt. Ja. Für unsere Zuschauer mache ich alles, weißt du doch. Ja, natürlich. So. Man kann es unschwer erkennen an dem Blendenwert, den ich eingestellt habe. Es ist nämlich 13. Also es ist wirklich, wirklich hart. Wir nehmen mal das Schild, was die ganze Zeit so flackert, oder? Ja. Jetzt muss ich nur finden. Da ist es. Da flackert es. Das ist der Autofokus bei wenig Licht mit einem 200-600 bei 600 mm mit dem Zweifach-Telekonverter, also 1200 mm. Ja. Und wir können ja mal da hinten das Auto nehmen, was da hinten blinkt. Den Müllmann nehme ich wieder aus dem Bild, weil sonst kriegen wir vielleicht rechtliche ja. Probleme. Sorry dafür. Ja. Und den Tugai möchte ich jetzt nicht nach da hinten schicken. Ja, das ist, glaube ich, für alle gut. Okay. Ja, ja. Ihr seht, hier kann ich problemlos Personen fokussieren. Und sorry, dass ich so wackel, aber ich halte es halt in der Hand und habe auch noch einen Monitor oben drauf. Ja. Also nicht wundern. Ist ein bisschen größer. Und bei ISO sind wir übrigens jetzt hier aus der Hand bei ISO 102.400, also Maximalwert. Ist nicht das Objektiv, bei dem man nachts Fotos Nein. macht. Aber hat auch ja. Vorteile, was Komprimierung angeht. Moment, ich könnte noch mal hier vorne auf die Kamera gehen. Ich muss sie nur finden. Das ist das, was so ein bisschen schwierig ist für mich. So, da ist der Fokus. Ah, Naheinstellgrenze. Ich wollte schon sagen, bist du... Ja, nee, ich komme gerade ja. so hin. Das ist wirklich jetzt im absoluten Nahbereich. Ich filme jetzt quasi hier vorne das Objektiv von unserer Kamera, ja? Beziehungsweise fotografiere das. Gar kein Problem. Aber das war wirklich jetzt absoluter Nahbereich, ne? Okay. So, noch Fragen zu langen Brennweiten? Ich glaube nicht. Ich nehme das nachher doch mit hoch, ne? Ja, nimm mal mit hoch. Ja. Das ist ganz lustig. Okay. Es ist ganz lustig, sagt er zu mir. Du kannst ja sonst auch... Okay, wir hatten es jetzt schon mit schlechteren Blendenwerten. Ansonsten so ein normales 2405er oder sowas vielleicht. Das teste ich nochmal, gar kein Problem. Das habe ich hier drin. Weil das ist einfach so eine beliebte Kombi, ne? Auch immer. Ja, es ist einfach ein knaller Standard-Zoom. Ja. Es ist klein, es ist leicht, es ist schnell im Autofokus. Ich habe es mal gerade dran gesetzt. Jetzt sind wir natürlich bei Lichtstärke 4. Und was ich jetzt einfach mal mache, ist, ich zeige einfach mal die Brennweite. Jetzt haben wir 24 mm. Hier habe ich dann 105 mm, ne? Und ihr seht, wenn ich jetzt hier arbeite, dann kriege ich da schon halt die wichtigsten Bereiche ja. der Fotografie gelöst. Und wir machen vielleicht noch mal einfach eine Fassade mit dir, Tugai, dass wir sagen, genau, wir nehmen mal das Pinke und das, ja, sehr gut, genau so. Und jetzt seht ihr, ich bin hier übrigens jetzt bei 70 mm, 80 mm und ich bekomme den Hintergrund natürlich ein bisschen unscharf, ja. Und das sieht schon ganz gut aus. ISO ist übrigens 8000. Ja, ich gehe noch einen Tick dunkler, mag ich noch lieber. So, Augenautofokus wieder auf Mensch, dann funktioniert er auch. Mich gerade gewundert, dass er das Auge nicht gefunden hat. Und ich kann jetzt auch noch einen Tick abblenden. Also wenn ich sage, ich möchte lieber mit 5,6 arbeiten, weil ich noch ein bisschen Schärfe haben will, ist das kein Problem. Gucken wir uns gemeinsam an. Mhm. So, ich stelle mich mal so hin, dass das Display alle sehen können. Ja. Ja, da ist der Hintergrund natürlich jetzt nicht so verschwommen. ISO 12800. Blaues Licht, deswegen natürlich hart. Und im Hintergrund hier könntet ihr jetzt das Rauschen zum Beispiel mal richtig gut sehen. Ich gehe auch mal nach oben, da müsste es ein bisschen dunkler sein. Da könnt ihr jetzt die ganz dunklen Bereiche sehen. Mhm. Das ist ein Rauschen, das bei 400% Vergrößerung, glaube ich, ziemlich cool aussieht. Ja. Ich mochte übrigens das Bild davor mit der offenen Blende ein bisschen lieber.
Ich auch. Und dann seht ihr den Unterschied im Hintergrund. Hier ist das relativ genau zu erkennen mit der Leuchtreklame. Und hier wird sie zumindest ein bisschen weicher. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen weicher. Da hast du leider gerade die Augen ein bisschen zu, aber wir können ja noch mal raufgehen. Ja, perfekte Schärfe. Okay, ich würde jetzt ganz gerne eine Kleinigkeit zum Schluss noch machen, gerne. Weil ich habe ja zwei Leuchten aufgebaut. Wir haben die ganze Zeit nur die blaue benutzt. Mhm. Die blaue macht immer so hartes Licht. Ich tausche die Lampen aus. Obwohl. Darf ich helfen? Nee, pass auf, du hast recht, wir machen das genauso, wie du gesagt hast. Nur stellst du dich jetzt einmal an diese Kante. So ein Tick wäre da weg und ich nehme das pinke Licht. Dann bin ich zwar aus den anderen beiden Kameras raus, aber ich kann dir die umstellen. Ich glaube, ihr könnt es euch vorstellen. Also das nehme ich auch gleich wieder mit auf meine Kamera. So. Und jetzt haben wir natürlich extrem rotes Licht. Das heißt, ich gehe in meinen Weißabgleich mal hin. Das ist mir eigentlich zu viel. Nee, mag ich nicht so gerne. Also du bist halt volle Kanne rot bzw. pink im Gesicht, das ist mir zu viel. Das Licht würde ich, es gefällt mir einfach nicht. Ich würde jetzt das Licht eigentlich wahrscheinlich eher hinter dich stellen, dass du so an den Haaren so eine pinke Lichtkante hast, dann sähe das, glaube ich, cooler aus. Das machen wir auch einfach mal. Ich stelle die Kamera kurz ab, dann ist alles safe, kein Problem. Aber das hat mir jetzt vom Hautton überhaupt nicht gefallen. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger mit dem Licht, genau, weil ziehst du einmal für mich? Ah, okay. Ich guck mal, ob wir das in irgendeiner Form hinbekommen, dass wir die Lampe hinter dir verstecken. Ja, so ist ganz gut. So. Genau. Nebenbei werfe ich dir mal wieder die nächste Frage rein, damit du da auch... Ja, mach ruhig. Ne, Multitasking ist ja ganz groß beim Lachs. Kein Problem. Nimmt die Kamera auch GPS-Daten mit auf? Die Kamera selber nicht, aber ich habe natürlich die Möglichkeit über mein Smartphone. Kannst du noch einen halben Schritt Richtung Fenster gehen? Ja, genau. So. Ah, jetzt ist das Gelb zu stark. Nee, das klappt hier auch nicht so gut. Dafür ist das Pink zu schwach. Wir kriegen die Lampe jetzt auch aufgrund des Stromkabels leider nicht weiter weggestellt. Ja. Muss ich euch also leider schuldig bleiben. Sorry dafür. War ein Versuch wert, hat halt jetzt gerade nicht geklappt. Kein Thema. GPS-Daten könnt ihr quasi in die Kamera geben, allerdings nur mit dem Smartphone. Mhm. Jetzt gibt es allerdings eine Neuheit. Und zwar gibt es einen Always-On-Modus. Oder wird es geben, muss ich vielmehr sagen. Das heißt, ich kann die Kamera per Bluetooth mit meinem Smartphone koppeln. Mhm. Diese Verbindung bleibt aufrechterhalten. Man muss dann auch übrigens keine Angst haben, weil Bluetooth Low Energy braucht so gut wie keinen Strom aus der Kamera. Ja. Und dann kann ich natürlich jederzeit die GPS-Daten über die App einschalten. Mhm. Das muss ich aber fairerweise sagen, geht bei den anderen Kameras auch schon. Ja, das stimmt. Aber geht. Okay. Genau. Sonst habe ich gerade nicht. Ihr könnt gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich kann dir auch sonst Licht geben, wenn du irgendwas noch brauchst. Ne? Ich würde aber ganz gerne das Objektiv wieder wechseln, klar. Weil ich will ja hier mit dem unscharfen Hintergrund eigentlich arbeiten. Also weil das ist ja das, was mit dem hier nassen Boden und den Lichtern hier auf jeden die Fall Bilder eigentlich interessanter macht. Ne? Das auf jeden Fall. Aber für die Leute, die es haben, ne? Es geht. Und es ich geht nehme übrigens gut. Nachher meinen Koffer oder meinen Rucksack auch mit hoch. Dann könnt ihr nämlich einmal sehen, wie nass das Zeug geworden ist, was hier die ganze Zeit schon steht. Stimmt. Nur damit ihr den einmal habt. Ja, lass mich noch mal in die Richtung probieren, genau. Stell dich mal bitte genau hier hin. Warte, wir ziehen das Licht noch ein kleines Stück nach hier und jetzt stell dich bitte mal vor, das Licht, also auf meine Seite. Ja, so. Weil jetzt kriegen wir das Pink zumindest ein bisschen rein, hoffe ich zumindest. 85 mm, 1,4. Augenerkennung Mensch. Ja, jetzt haben wir das Pink hinter dir, genau. Wenn du dich anlehnst, kriege ich es nur so rein. Macht aber nichts, bleib mal, aber das war ganz gut. Fand ich ganz gut von den Lichtern im Hintergrund. Das Flackern nervt ein bisschen, ich weiß, aber sorry. Da hat die Stadt ein bisschen gespart und leider genau. Kannst du dich ein Stückchen von der Wand wegstellen, dann kriege ich nämlich das, und wieder in die Richtung schauen, genau, dann kriege ich nämlich das Pink hinter dir ein bisschen rein. Das finde ich ganz cool. Ja, da seht ihr jetzt den pinken Schein. Wir sind bei ISO 2000 übrigens bei Offenblende. Ich kann jetzt auch noch einen Tick abblenden. Ja, das wäre mir übrigens schon zu viel. Ich mag dann diesen Look hier, Blendenwert 1,8 oder Blendenwert 1,4 lieber. Und das gefällt mir ganz gut. Was wir jetzt mal machen ist, wir ziehen einmal das Kabel. Ich würde dich mal bitten, mir neutrales Licht zu geben. Ja, gerne. So. Das blaue Licht gerade einmal ausgeschaltet. Hier fliegen übrigens Vögel lang nachts. Das ist ja auch spannend. Und jetzt seht ihr schon, der Hautton sieht natürlich jetzt anders aus und was ich jetzt einfach mal mache, ist, ich blätter mal den Weißabgleich durch, bis ich einen habe, der mir gefällt. Ja, die Automatik macht da einfach einen guten Job. Kannst das Licht ganz stark runterdrehen, das ist viel zu stark. Jo, natürlich. Mach mal auf ganz schwach. Jo, mache ich. Vielen Dank. Nennt man übrigens Voice Activated Portable Light Stand. Ja, ja.
sagt der Martin Wagner immer. Schöne Grüße an ihn. So, und jetzt gehe ich in der Belichtung noch einen Tick runter. Gefällt mir besser. Ich mag das ein bisschen düsterer bei dir. Ah, sehr gut. Das ist cool. Stört mich nur mein Kamerastativ, aber das ist okay. Das Bild ist sonst auch schön. Passt. Ja. Ich weiß, ich bin wählerisch. Hast du die Creative Looks an oder hast du die schon ja, guck mal, aktuell? Ich habe die immer noch auf Vivid, weil ich ja die Farben betonen wollte. Ich kann sie mal auf Standard stellen. Dann sieht man, im Hintergrund ist das meiste Licht jetzt weiß. Also ich könnte dann jetzt hier hingehen und könnte das Hauptlicht noch ein bisschen reduzieren, damit die Farben noch ein bisschen stärker kommen. Beziehungsweise ein bisschen höher drehen, damit wir da, genau, damit wir das hinbekommen. Oh, sehr gut. Cooler Look. Gucken wir uns an. Weil wir auch gerade passende Frage dazu, deswegen kam ich auch so ein bisschen drauf. Ja, perfekt. Ob das Abspeichern langsamer wird, wenn ich den Creative Look drauf habe? Nö. Ja. Ändert gar nichts. Also ich schieße ja die ganze Zeit mit RAW und JPEG, damit wir nachher auch ein paar Demo-Bilder haben. Da sieht man dann Schärfe mit deinem Bart natürlich cool. Leider die Hand jetzt mit den Tattoos in der Unschärfe, aber das macht nichts. Ich glaube, haben wir dann auf einem anderen Bild. Nein, die andere Hand ist in der Schärfe. Guck mal, da kann man es sehen, nur auf der vorderen halt nicht. Und ich blätter einfach mal ein paar Bilder für euch durch. Da seht ihr das komische. Aber auch der Hintergrund ist total schön. Ja, hier ist es zu hell, ne? Da siehst du, das wirkt dann nicht mehr. Ja, dann ist es. Und da ist die Stimmung eigentlich noch ein bisschen besser. Ein Tick heller hätte es noch gedürft. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass die Lichter im Hintergrund noch ein bisschen farbiger sind. Aber hey, ist halt nicht. Ansonsten kannst du ja wieder auf Vivid stellen, ne? Dann hast du es ja direkt wieder. Ja, oder ich kann jetzt natürlich auch in der Rohbearbeitung hingehen und dann noch ein bisschen Farbe hinzufügen. Ne? Also ein bisschen mehr Christmas. Aber ich glaube, darum ging es ja heute. So ein bisschen zu zeigen, was man anstellen kann. Und ja, ich finde es immer total super, dass ihr sagt, hey, pass auf, oder bei meinen verrückten Ideen, wir gehen vor die Tür, auch wenn es regnet, dabei seid, weil es macht halt einfach Spaß. Ja, vor allem, man muss immer denken, auch wir sind eigentlich in der 6. Etage. Wir müssen das Ganze erstmal wieder hier runter verkabeln. Also es ist nicht immer so ganz lustig, was das angeht, aber die Ergebnisse, die sind es wert. Ja, ich finde halt, und ich glaube, das ist ja auch was man anstoßen kann. Ja. Livestreams, wo eine Person was in die Kamera sagt, eine Präsentation, sind für mich halt immer langweilig, würde ich mir persönlich nicht angucken. Und deswegen versuchen wir immer, euch mit auf eine Kamera zu nehmen, wenn das irgendwie möglich ist. Das klappt nicht immer, weil natürlich nicht alle Leute die Ressourcen haben, aber bei euch klappt das immer super und deswegen freue ich mich da. Okay, wie schaut's aus? Naja, kann auch sagen, wir haben das Wort zu viel für eine Kamera geht gar nicht. Ja. Also von Kamera selbst habe ich ja gar keine Ahnung, aber von der Idee her wusste ich sofort, das macht jetzt total Sinn. Ja, sehr cool. Ich habe noch einen Wunsch, machst du dich bitte einmal hier mit einer starken Pose frontal hinstellen? Also wirklich irgendeine starke Pose machen. Darfst auch machen, was du möchtest. Ich möchte nur einmal gucken, ob ich hier mit meinem Monitor noch einen... Mach, was du willst. Nimmst du mal das Handy? Legst du mal aufs iPad drauf. Ich finde ja sowas immer ganz cool. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, natürlich. Ah, perfekt. Die darf so bleiben. Wenn ich dir irgendwas auffällen soll, musst du mir Bescheid geben. So, du bist echt im Dunkeln. Warte, ich muss ein kleines bisschen die Kamera erst noch einstellen. Ja, dein Wort, ne? Ja, ja. Ready? Ja. Ah, Moment. Das wusste ich nicht. Ich dachte, du bleibst. Da muss ich noch weiter weg mit dem Objektiv. Warte. Ein bisschen laufen. Warte. Run, Forrest, run. Genau in der Linie. Jetzt darfst du. Guckt es euch an. Live hier in Düsseldorf. Warte, gleich noch einmal. Ich muss noch einmal aus der Entfernung, dann wird es noch besser. Und, falsch eingeschätzt. Du bist noch einen halben Schritt nach vorne gekommen. Das war ein Tick zu viel, aber macht nichts. Hat trotzdem geklappt. Super coole Nummer. Sehr schön. Vorsicht, einmal Kabel für euch. Jo, perfekt, Vorsicht. Danke. Ja, ein bisschen Publikum ist ja doch hier. Sonntags um 20 Uhr. Ja. Wie geil. Gut, ich würde sagen, wir packen die Sachen und oben nehmen wir das ganze Equipment hoch. Ihr könnt gleich noch mal gucken. Ja, deswegen Wort an Regie. Wir gehen wieder hoch, gleich geht's weiter, dranbleiben, Fragen holen, alles was noch nicht beantwortet wurde, egal ob zu dieser Kamera oder anderen Systemen von Sony, egal, Lachs hat viel mit dabei, da war's ein Stück zu nah. Wir zeigen es und besprechen die Bilder auch noch im Detail, von daher bis gleich, wir sehen uns sofort wieder. Ich musste einmal gehen, ja, perfekt. Weil ich war auf ich weiß. Ja, alles gut.
So, mein schönes 14er, ne? Was soll ich sagen? Ich muss erstmal die Regentropfen, weil ich habe es nicht geschafft, den Deckel richtig drauf zu machen. Ja, ich. Und, achso, jetzt hätte ich bevor ich es abwische, hätte ich es vielleicht mal zeigen sollen. Dann könnt ihr noch ein bisschen sehen. Guck mal hier. Ja, da sieht man die Regentropfen und ich zeige euch nachher auch mal, wie meine Tasche aussieht. Weil da sind die Regentropfen noch drauf, aber hinten die Glaslinse wische ich jetzt schon mal ganz vorsichtig. Ich versuche mal nebenbei mein Fragentablet zu trocknen. Ich weiß, brauchst du ein Mikrofasertuch? Ich habe noch eins gerne. Ja, also, damit man es. Hier, komm. Einmal so. Einmal so. Ich habe noch eins in der Hosentasche. Ja, Hauptsache, wir sehen das gleich wieder. Von Frage. Ja, und was ich jetzt vielleicht mal machen kann, dass ihr das mal wirklich seht, was wir gerade eben alles verwendet haben. Ich nehme mal den Monitor von der Alpha 7.4 ab. Ich schalte mal, ich wechsle mal auf das 24 mm Objektiv. Man ist auch noch komplett nass, aber egal. Ja, Frage zur Wetterdichtigkeit und so. Ja, ich glaube, das ist erstmal beantwortet. Ja, ich glaube auch. So. Und dann zeige ich euch einfach mal den Inhalt von meinem Rucksack hier. Damit ihr auch sehen könnt. Und der war die meiste Zeit zugeklappt, muss ich vielleicht dazu sagen. So, ich packe dich mal hier wieder oben drauf. So. Ja, da sieht man jetzt. Es war wirklich nass. Es ist alles klitsche, klatsche nass. Ja. Ja. Polfilter. Ah, nee, das war der ND-Filter, Entschuldigung. Hier haben wir das 135er. Hier haben wir das. Ah, nee, Entschuldigung, das ist das 135er. Das ist das 5012. Das hier ist das Zoom, das 2405. Hier hinten haben wir das 14, das habe ich gerade sauber gemacht. Und die zwei anderen liegen hier vorne auf dem Tisch. Das ist das 85er in der Mitte. Da fehlt noch der Deckel. Auch das war nass. Und das 200-600 mit dem Zweifach-Telekonverter. Also von daher alles mit dabei. Ja. Und du? Du bist inzwischen wenigstens wieder trocken. Ich bin wieder halbwegs trocken. Also das trotz der Hose noch ein bisschen. Aber Technik lebt noch. Perfekt. Ja, lass uns ein bisschen über die Fragen sprechen, oder? Ja, gerne. Ich suche gerade nebenbei noch welche raus. Moment, da habe ich zum Beispiel. Ist es technisch möglich, dass per Update 10 FPS mit Lossless Compressed RAW kommt oder geht das gar nicht? Keine Ahnung. Also ich kann euch nicht sagen, ob das geht oder ob das nicht geht. Was ich sagen kann, ist, dass für 99,5% der Fälle ein unkomprimiertes RAW oder ein Lossless RAW keine Rolle spielt. Warum? Weil eigentlich die Bildqualität bis auf ganz wenige Ausnahmen wirklich vollkommen identisch ist. Ja. Und warum soll ich mir eine doppelt so große oder auch nur eine 30%, 40%, 50% größere Datei ans Bein binden, wenn ich visuell keinen Unterschied habe? Ja. Ich weiß, das hören viele Leute nicht gerne und viele Leute sagen auch immer, ah, man sieht einen großen Unterschied. Ich sehe keinen und ich kann auch keine Situation, wo der ist. Also es gibt einen Fehler, den kann man hinzufügen und ich kann vielleicht mal so viel erzählen. Ich habe das Thema Unterschied zwischen den beiden Dateien jetzt seit 2,5 Jahren auf meiner To-Do-Liste für YouTube. Mhm. Ich finde es so unspannend, weil man kann eigentlich nicht wirklich was zeigen, dass ich es immer noch nicht gedreht habe. Also es steht da und irgendwann kommt es mit Sicherheit auch, wenn ich ein bisschen Luft habe oder wenn ich sage, ich habe keine anderen interessanten Themen, aber für mich war alles andere immer interessanter. Ja. Ich benutze nur Compressed. Das stimmt. Eine Frage, die beantworte ich auch mal gerne. Es geht um, wann bekomme ich die Kamera? Aktuell vorbestellen, auf jeden Fall. Hier wird auch schon gesagt, ich habe sie vorbestellt. Es ist natürlich eine sehr begehrte Kamera aktuell. Die Wartelisten sind immer etwas länger. Man arbeitet viel daran, die Kamera so schnell wie möglich auszuliefern. Es ist schwierig aktuell einzuschätzen, weil in der Industrie einfach Probleme da sind. Das ist jetzt nicht nur in der Fotografie so, das ist nicht nur bei der 7.4 so, sondern überall. Wenn ich ein Auto möchte, einen Fernseher möchte, es fehlt überall an Technik. Ich erinnere mich an die Alpha 7.3. Ja. Als die vorgestellt wurde, die ist eingeschlagen wie eine Bombe. Die war fast ein Jahr lang nicht gut zu bekommen. Ja. Das heißt, alle, die eine vorbestellt haben, haben auch relativ zeitnah eine bekommen. Aber ein Händler hat dann 10 Stück gekriegt. 8 Stück waren vorbestellt, 2 standen in der Vitrine. Die standen aber auch nur bis abends da, dann waren sie weg. Und dann gab es halt wieder 2 Wochen, 3 Wochen lang keine. Ich nehme an, hier wird es ähnlich sein. Also wer eine haben will, sollte unbedingt vorbestellen. Auf jeden Fall. Und es ist wichtig, wenn ihr vorbestellt habt, dann seid ihr halt in der Warteposition. Und ihr verliert die Warteposition auch nicht. Wenn ihr jetzt irgendwann sagt, nee, ich storniere das wieder und mache dann in einem halben Jahr nochmal, wenn es vielleicht besser aussieht, in der Zeit könntet ihr eventuell die Kamera schon bekommen haben. Deswegen lasst es einfach laufen. Ihr habt kein Problem damit, wenn der Auftrag da ist. Ja, und wenn man am Ende dann sagt, na, ich jetzt passt doch gerade nicht, weil mein Auto ist kaputt gegangen, dann storniert man es, dann freut sich jemand anders. Ja, dann stornieren, kein Thema. Aber jetzt einfach sagen, weil sie jetzt gerade schwierig zu bekommen ist, mache ich später nochmal, eher nicht, lieber den Platz behalten.
Ich warte gerade auf neue Fragen. Es ist gerade ein bisschen still geworden. Ich möchte bitte nochmal den Aufruf starten. Bitte, bitte Fragen stellen. Wir haben ein schönes Live-Shooting gemacht. Wir gucken gleich immer mal durch die Bilder durch. Ich habe es auch nur auf einem kleinen Display mit sehr viel Wassertropfen gesehen. Ich habe auch nasse Schuhe übrigens. Ja, ich auch so ein bisschen. Aber ich glaube, du bist in eine Pfütze oder so mehr getreten als ich. Aber dass wir uns die auch mal hier auf dem großen Fernseher mal angucken können, dass wir das Ganze auch schön einschätzen können. Ich kann ja einfach mal in die Wiedergabe gehen. Ich habe ja auch ein bisschen Video auch gesehen. Wiedergabe braucht immer einen kleinen Moment. Das umschalten, weil er dann eine höhere Qualität ausgibt. Der gibt dann immer 4K aus und euer Fernseher muss dann umspringen. Guck mal, das waren die letzten. Mhm. Ja, da seht ihr unten auch RAW und JPEG war eingestellt. Ich gehe mal nur auf das Bild, dann kann man sich ein bisschen besser konzentrieren. Ich wusste übrigens nicht, was Tugai da macht. Hat es mir vorher nicht erzählt, aber ne, kann er echt gut. Da war ich ein bisschen näher dran und dann war ich leider ein bisschen zu nah. Und das waren die allerersten Bilder mit dem 50.1.2 bei Offenblende. Und ich kann ja einfach mal auf die Übersicht gehen. Gerne. Und dann können wir ein bisschen schneller wechseln. Also das waren die ersten, die fand ich noch nicht so gut. Danach die, also Ultraweitwinkel. Dann freut sich euer Geschäftsführer. Da sieht man übrigens auch meinen Rucksack im Hintergrund und die Lampe mit dem Stativ. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Fotokoch-Logo noch mit drauf. Das war das mit der Spiegelung, ja. Da hast du übrigens das Licht gemacht, da sieht man, sein Gesicht ist beleuchtet, während er so bei den Bildern ohne das Licht halt wirklich sehr untergegangen. Im Dunkeln stand. Und wir können ja auch mal reinzoomen, dass man auch diesen Vorteil von den 33 Millionen Bildpunkten einfach mal sieht, den wir hier dann haben. Und das war natürlich in dem Fall ein höherer ISO-Wert, war 3200. Ich wollte eigentlich gerade zurück aufs Bild, mein Fehler. Ja, okay. Ja, gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Ich fand die davor eigentlich ganz spannend. Ja, mit dem 135er, was da drauf war. Ja, ich muss ehrlich gestehen, in dem Fall hat mir sogar, guck mal, da kann man dein Display nochmal sehen, ja. Auch ein paar Bilder von dir gemacht, auch wenn du es nicht mitbekommen hast. Du hast eifrig Fragen vorgelesen. Hier der Regen ist mir gerade noch aufgefallen. Da kann man den ganz gut sehen. Da hat es halt richtig geregnet und das hier war 85er. Das ist so. Und dann 100% vergrößert, da geht schon was. Und das ist, der macht natürlich ist Spaß. Echt geil, der Hintergrund von dem 85er ist einfach super. Ich erkenne das halt schon am Look, weißt du, deswegen so. Sorry, dass ich das jetzt so hier gesagt habe, aber das ist halt, man erkennt im Hintergrund halt die großen Bubbles und der Hintergrund war wirklich nicht sexy. Also in die Richtung ist wirklich nur gelbes Licht. Ja, da ist auch eigentlich gar nichts. Es überrascht mich halt wirklich, man muss sich vorstellen, wie schwierig es ist für eine Kamera, erstmal bei wenig Licht generell zu fokussieren. Ist schon schwierig. Dann noch schön mit, vor allem was du später dann, da wo du gerade auch bist, mit so einem, mit 1200 mm was zu machen, mit der niedrigen Blendenzahl und dann auch noch im Fokus ordentlich zu arbeiten bei Low Light. Das war übrigens hart. ISO 100.000, ne? Also 102.400. Dass da jetzt die Bildqualität natürlich nicht mehr überragend ist, ist klar, aber wir waren ja auch bei Blendenwert 13, weil wir haben ja mit 600 mm geschossen, ne? Ja. Sorry, ich drücke immer die Menütaste, um zurück aufs Bild zu kommen, aber das war jetzt in dem Fall falsch. Aber ich kann ja nochmal das 135er raussuchen in der Zwischenzeit, weil das fandst du ja gut. Ich mag das auch, aber in dem Fall hat mir der Look von dem 85er noch ein bisschen besser gefallen, weil es noch ein bisschen mehr freigestellt war. Jetzt muss ich einmal gucken. Da war es doch gerade eben. Da haben wir nicht so viel gesagt. Ja, das mit dem weil es halt so auch wirklich dieses Gemixte ist von Pogi-Punkten, von den Farben her, ne? Es ist halt. Ja, finde ich übrigens in dem Fall besser als das 50er, weil ich halt weniger Hintergrund habe. Das heißt, die Bubbles werden größer und man ist halt näher an dem Bild. Ja, definitiv. Ich glaube, zur Schärfe muss ich nichts sagen, oder? Ja. Das muss man bei dem 135 auch sagen, das ist so das schärfste Objektiv, was ich spontan kenne. Das ist absolut cool. Ja, was ich ganz witzig finde, ist, dass man halt im Hintergrund das gelbe Licht sieht, ne, was dauernd geflackert hat, an, aus, an, aus, an, aus. Ja, das ist die gute Reihenbahn, die ihre Schildchen aufgestellt hat. Und was man übrigens auch sehen kann, ist, dass hier Wassertropfen auf dem Objektiv waren. Das kann man im Bokeh auf der rechten Seite so ein bisschen sehen. Ja, sehr cool. So, ich habe auch die nächste Frage reinbekommen. Bleibt die Kamera bei Verbindung über WLAN und der Sony-App eingeschaltet oder schaltet diese nach einer Minute aus? Zum Beispiel Tierfotografie aus dem Vogelhaus.
Auch ihr stellt Fragen. Das sind Sachen, die habe ich nicht probiert. Also ich gehe davon aus, dass wenn du die Kamera fernsteuerst, dass sie dann auch gar nicht ausgeht. Also ich weiß zumindest, es ist sogar so, dass wenn man mit einer 7R4 oder mit einer Alpha 1 in den Rechner schießt per Wi-Fi, was man ja machen kann, dann bleibt die Verbindung so lange aufgebaut, bis alle Bilder übertragen sind. Selbst wenn du die Kamera ausschaltest. Also du schaltest die Kamera physisch aus, sind noch nicht alle Bilder übertragen. Die überträgt hinten im Hintergrund weiter an den Rechner. Und deswegen glaube ich, dass sie nicht ausgeht. Aber ich habe es nicht probiert. Und da ich jetzt auf die Schnelle keine WLAN-Verbindung aufbauen kann, ja, aber kann ich es nicht live zeigen. Faire Antwort. Ah, Moment, Regie, ich habe jetzt wieder, ich bin am Start, ich übernehme. Wo wir gerade bei Nachtfotografie waren, welche Brennweiten oder Blenden würdet ihr empfehlen für Nachtfotografie Polarlichter? Ich habe bereits das 14-24-2.8. Das ist das Sigma. Das wird sich ziemlich gut eignen. Ne? Wobei man natürlich sagen muss, je nach Region ist Lichtstärke besser. Also auch bei Polarlichtern noch mehr Licht, noch mehr Licht, noch mehr Licht, also noch mehr Lichtstärke ist interessant. Ich hätte jetzt ganz spontan, ohne dass er gesagt hat, welches Objektiv er hat, das 14er empfohlen, weil es ein 1,8er ist. Da geht also einfach nochmal eine ganze Ecke mehr Licht rein. Und das eignet sich von der Brennweite ganz gut. Was auch gut funktionieren würde, ist das 24er, weil gerade die beiden auch für Astrofotografie sehr, sehr gut sind, weil sie Punktlichtquellen, also Sterne, auch wirklich rund abbilden und nicht mit so einem Strahl und so einem Schein belastet sind, wie das viele andere Objektive sind. Also das sind, wären jetzt hier die zwei, die ich spontan entschieden hätte, wenn jemand Astro machen möchte. So, dann, welches Telezoom für Tiere und Landschaft würdet ihr empfehlen? Also Telezoom, wenn, da kommt es auf an, welche Tiere. Ich persönlich habe das 100 bis 400 mm. Als ich das gekauft habe, gab es das 200, 600 auch noch nicht. Trotzdem würde ich das wieder kaufen. Warum? Erstens, weil es etwas universeller ist, bedeutend leichter und ich in der Regel nicht so oft Vögel fotografiere. Immer dann, wenn man kleine Tiere fotografiert und die weit weg sind, ist ganz klar das 200, 600 Mittel der Wahl. Ja. Also man kann natürlich auch das 600 mm Blende 4 nutzen. Da geht optisch nochmal viel mehr. Die Bildqualität ist wirklich nochmal deutlich höher. Allerdings ist auch der Preis nochmal eine ganze Ecke höher. Ich habe das ja schon ein paar Mal genutzt und ein paar Mal gezeigt, auch auf Tierfotografie-Workshops. Das macht einfach Spaß. Aber auch das 200, 600 ist eine echt gute Wahl. Auf jeden Fall. Wo wir bei Brennweiten sind, welches Objektiv als immer drauf? 24-70-2.8 oder 24-105-4. So als für ihn als Frage noch, was ist allgemein im Ranking höher, Lichtstärke oder Brennweite? Eigentlich bin ich genau der Falsche, um diese Frage zu beantworten. Warum? Ich nutze keine Standard-Zooms. Ich benutze sie einfach nicht. Also klar, 24-105 ist in meinen Augen für die meisten Leute das bessere Objektiv, weil diese mehr Reichweite oft öfter gebraucht wird. Und wenn ich wirklich was Lichtstarkes haben will, dann kaufe ich mir vielleicht lieber ein günstiges 85-1.8. Dann habe ich eine viel bessere Freistellung und kann eben meine Porträts zum Beispiel schießen. Ja. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher das 24-105 favorisieren. Wenn man zum Beispiel viel filmt, ist das 24-70 die bessere Wahl, wenn man da natürlich dann universeller ist, gerade auch wenn es um den unscharfen Hintergrund geht. Wie gesagt, ich nutze sie nicht. Und zwar alle nicht. Also es gibt bei mir so ein paar Brennweiten, die ich gerne verwende. 35 mag ich total gerne. 85, 135 mag ich total gerne. 50er benutze ich fürs Fotografieren so gut wie nie. Beim Filmen ist es genau umgekehrt. Da habe ich das 24er, das 50er und das 85er und bin damit mehr als happy. Beim Filmen habe ich 50 mm immer drauf. Ja, also wo ich dann sage, da brauche ich ein bisschen anderen Ausschnitt. Deswegen Ich in diesem Standard-Zoom-Bereich oder in diesem Standard-Brennweiten-Bereich benutze ich einfach keine Zoom-Objektive, sondern halt Festbrennweiten. Ja, das geht mir ähnlich. Ich bin meistens 35 mm und dann, wenn es höher sein muss, so ein 70-200. Das war immer so meine Kombi in dem Moment. 70-200 habe ich ersetzt durch das 135er. Ja. Das ist kleiner, leichter, lichtstärker. Und habe dann das 100-400 gekauft, weil ich dieses mehr Brennweite oft brauche. Und da ist halt diese Telekonverter-Geschichte nicht so interessant. Klar. Deswegen habe ich da entschlossen, diesen Weg zu gehen. Super. Dann Können die auch mal alle auspacken. Und genau, pack du mal. Die auch gleichzeitig noch ein bisschen. So in der nächsten Zeit die nächsten. Hallo, können bei der A7IV im Schwarz-Weiß-Modus auch Filter Gelb-Rot-Grün ausgewählt werden? Nee, Filter in der Form gibt es nicht. Zumindest habe ich noch keine gesehen. Also es gibt jetzt nicht diese klassischen Filterungen, wo
Wobei ich glaube, dass man die in Photoshop auch inzwischen deutlich besser nutzen kann. Also das ist jetzt meine Erfahrung mit den Schwarz-Weiß-Fotos. Wenn ihr das in der Kamera machen wollt, wir können ja nochmal reingehen. Ich kann ja einfach die Kamera nochmal die Schwarz-Weiß-Sachen zeigen. Haben wir jetzt übrigens gar nicht fotografiert, hätten wir auch noch fotografiert. Stimmt, das wäre auch ganz gut gewesen. Ja, ich habe es dann auf Vivid geschaltet. Ne? So, ja. Wenn wir jetzt hier quasi in die Creative Lux nochmal reingehen, und wir sind hier bei Farbe, Farbton, dann habe ich die Möglichkeit, hier ja Schwarz-Weiß auszuwählen, Black and White, da haben wir es. Und dann kann ich hier eben, ja, können wir auch mal live zeigen, den Kontrast, die Spitzlichter, die Schatten und Co. anzupassen. Mhm. Aber ich kann hier keinen separaten Filter davor setzen. Ja. Ja, ja, das Schwarz runterfahren gefällt mir besser. Ja, also definitiv. Du siehst jetzt dann auf deinem Hemd, das wird mir zu hell. Ich könnte jetzt über die Belichtungskorrektur sogar noch einen Tick mehr machen und die Spitzlichter. Mhm. Ja, da sieht man schon, der Unterschied ist hier nicht so hoch, aber hier, wenn ich die runterfahre, dann fehlt mir so, dann sieht dein Gesicht so blässlich aus. Dann stimmt da irgendwas für mich nicht. Das finde ich vom Look nicht so gut. Würde ich hier nicht wählen. Also das würde ich nicht runterfahren. Mhm. Ich würde wahrscheinlich eher in den Bereich Hochkontrast gehen. Also wirklich Maximum. Ja. Das wäre so meins. Dann ist es, wenn es auch schön hart, dann sieht man auch, was da passiert. Ja, ich mag halt Bilder, die schon so ein bisschen Punch haben. So ein bisschen Charakter. Das mag ich lieber. Mhm. Ja. Das kann ich verstehen. Guck mal, geiler Look. Da. Hier auf dem Tisch. Guck mal, geiler Look. Jetzt muss ich nur hier das Kabel gucken, dann sieht man die ganzen. Okay. Hm. Sorry. Nein, Steckgrenze. Das war übrigens der Monitor, mit dem wir gerade das Live-Bild angezeigt haben. Hat Wetter auch überlebt. Ja. Und der war nicht gegen Wetter geschützt. Der hat oben. Ja. Oder er hat an der Seite den Lüftungsschlitz. Ja, so aber dafür war ja der Regen noch aushaltbar, sage ich jetzt mal. Ja. Hast du schon mit dem Armmount-Adapter gearbeitet an der 7.4? Leider nein, weil ich habe keinen mehr. Also ich habe noch ein Armmount-Objektiv, das ist ein 50-1.4 Zeiss, aber ich habe keinen Armmount-Adapter mehr. Ah, okay. Also in LAR5 kann ich leider nichts zu sagen. Okay, wollte schon sagen, weil es gab die Frage Funktion bei der Verwendung mit dem Armmount-Adapter. Ich kann nur so viel sagen, wir haben das vor 2 oder 3 Tagen live ausprobiert, das funktioniert, aber ich habe jetzt keinen Vergleich gemacht, okay, weil die Kunden hatten teilweise sehr, sehr, sehr alte Minolta-Objektive dabei, okay, also so Objektive von 1988 und so, ne? Also kurz nachdem das Bajonett quasi gegründet wurde. Ich weiß nicht, wie es mit modernen Objektiven aussieht. Okay, dann aber zur Fernauslösung. Welche kabellosen Fernauslöser für die A7 II könnt ihr empfehlen? Hat der Roller bisher empfohlen bekommen, was meint ihr? Ich habe keine Alpha 7 II, ich benutze den Bluetooth-Fernauslöser für die 7 III und alle Kameras, die Bluetooth haben, aber die 7 II hat ja noch kein Bluetooth. Ja. Da kann ich nicht helfen. Also ich benutze einfach da keinen und deswegen habe ich keine Empfehlung. Ne? Mhm. Aber ansonsten würde ich spontan auch den von Roller einfach jetzt nehmen. Kann bestimmt einmal gleich die Regie in Link reinposten in den Chat, dass man da was Passendes hat. Vielleicht noch ein Tipp. Die Kameras, die Bluetooth haben, das findet man immer auch im Menü unter der Weltkugel. Da kann man dann gucken, hat die Kamera Bluetooth, und wenn sie Bluetooth hat, dann geht der Fernauslöser von Sony, den ich über alles liebe. Den habe ich jetzt unten in meinem Koffer, nicht hier oben, aber den habe ich immer dabei, weil das ist für mich eins der besten Zubehörteile überhaupt. Ja, definitiv. So, da sind wir erstmal durch mit den Fragen. Ich mache nochmal den Aufruf. Wir haben den Experten da, ihr merkt schon, Wissen ist da, sowohl live unten auf der Straße gezeigt, als auch hier bislang im Technik-Talk. Wenn ihr noch was habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Jetzt kriegt ihr auch eure Antworten. Ihr habt gemerkt, egal ob jetzt zur aktuellen Kamera oder zu was anderem oder anwendungsspezifisch, genau, da sind wir offen. Da ist absolut kein Problem, deswegen gerne, gerne reinpacken. Wenn ich es beantworten kann, mache ich es auch. Genau. Ich muss sagen, ich habe es jetzt auch zum ersten Mal so richtig live gesehen mit der 7.4. Ich hatte ja jetzt damals so einen Tag gehabt. Wir haben uns ja auch schon mal getroffen, als vorgestellt wurde. Mhm. Und danach hatte ich es ja auch für den Dreh hier. Damals hatte ich noch keine finale Firmware, deswegen konnte ich es nicht ausgiebig testen in dem Sinne. Ich war auch skeptisch bei manchen Sachen, was jetzt vor allem Rauschen anging. Es wird immer viel gesagt, ne? Aber was in der Praxis ist, ist immer was anderes. Wir können ja was ganz Exklusives machen. Ich habe die Bilder, die ich für mein Video gedreht habe, natürlich hier. Ja. Auch im direkten Vergleich mit der 7.3. Und das hat wirklich jetzt noch keiner gesehen. Soll ich dir erstmal was ausblenden? Oder hast du... Nö, ist alles gut. Okay. Ist alles gut. Und mein Rechner wird zum Arbeiten verwendet. Da sieht man auch viele,
viele Ordner und ich habe die schon markiert. Das heißt, ich kann hier jetzt ganz gezielt filtern, wenn ich zum Beispiel sage ISO 6400 und ich sage, ich möchte gerne das Bild mit... Entschuldigung, ich bin im RAW-Ordner. Ich muss in den JPEG-Ordner. Warum? Die Bridge kann die RAWs von der 7.4 noch nicht anzeigen. Deswegen muss ich euch das jetzt leider mit JPEG zeigen. Und ihr seht, ich habe einmal mit Rauschunterdrückung und einmal ohne Rauschunterdrückung gemacht. Und ich habe hier die Motive, 1, 2, 3, habe drei verschiedene Motive gemacht. Das hier ist das erste. Und wenn wir jetzt hier 12.800 auswählen, dann sehen wir ein Bild mit der 7.3 und ein Bild mit der 7.4. Mein Rechner braucht immer einen kleinen Moment, um das darzustellen. Moment, ich gehe mal auf 100% und wir gehen mal hier unten in den Bereich, der wirklich schwer ist. Aber ich bin bei 400%. Moment. Jetzt sind wir bei 100% Vergrößerung. Und wie gesagt, ISO 12.800. Ich gehe noch einen Tick runter und ich blätter einfach mal auf das zweite Bild. Das hier gegen das hier. Ich würde sagen, man kann keinen Unterschied sehen, was Rauschen angeht. Nee, gar keinen. Was man sehen kann, und das ist jetzt beim anderen Motiv dann ein bisschen augenfälliger, ist, wenn man eine größere Himmelsfläche hat, dann rauscht die 7.3 gerade im Farbrauschen deutlich mehr. Also da kann man halt Farbschlieren erkennen, so große Cluster, die so ein bisschen versteckt sind. Und das habe ich bei der 7.4 gar nicht. Da müsste ich jetzt wirklich das Bild raussuchen. Ich habe mir das schon mal angeschaut. Ich glaube, es war Motiv Nummer 3. Und jetzt müssen alle Düsseldorfer weggucken, weil es ist natürlich der Kölner Dom. Sorry, ich wohne halt da. Es war klar. Nein, nein, alles gut. Wir sind da ja relativ entspannt. Ja. Das ist jetzt wieder Kamera 1, das ist Kamera 2. Man sieht es, das ist die 7.3, weil das Bild ist ein bisschen kleiner. Und das ist die 7.4. Ich zeige euch also beide Bilder in 100% Ansicht. Und trotzdem ist hier das Rauschen eben, wie gesagt, kaum existent bei beiden Kameras. Also ich gehe jetzt auch absichtlich auf eine graue Fläche, wo man halt solche Geschichten besonders gut sehen kann. Ja. Und wir können ja auch mal auf ISO 25.600 gehen, also noch eine Stufe höher. Und ich hoffe, man kann das jetzt im Stream auch wirklich gut erkennen. Da habe ich hier das deutlich, deutlich weniger. Oh, sorry, was war das? Bild war kurz weg. Ja, Bild ja, war wahrscheinlich mein Rechner. Okay. Ja, also nicht wundern. Er hat die Auflösung umgestellt. Ah. Ja, weil er am Fernseher angeschlossen ist, hat er gedacht, okay, ich kann doch 4K ausgeben und das geht im Stream nicht. Deswegen hat er gerade rumgezickt. Ja, aber ihr seht, ich habe hier wirklich verschiedene Motive fotografiert. Ich habe das Ganze gleich auch übrigens nochmal mit Video gemacht, dann aber mit der 7S III. Okay. Das habe ich aber noch nicht geschafft, das zu reviewen. Ja, das werde ich wahrscheinlich morgen Vormittag schaffen. Aha. Ich gucke mal. Noch keine weiteren Fragen bislang. Wundert mich. Oder Sie sind schon überzeugt vom Shooting gewesen, was man da einfach gesehen hat in dem Moment. Also... Mir gefällt, ich hätte gerne eine. Ich würde gerne jetzt unsere 7.3 mal langsam upgraden, was das angeht. Ich glaube, die Regie stimmt mir da auch zu, was das Ganze angeht. Was Fokus, da kommt der Daumen nach oben, was Fokus angeht, das ist geil mittlerweile, also, das muss ich mal so sagen. Was soll ich sagen? Ich habe eine 7S III, die werde ich weiterhin zum Filmen benutzen, weil sie ist eine tolle Kamera. Ich werde meine 6600, die ich sonst noch verwende, die ihr unten vielleicht auch gerade gesehen habt beim Live-Shooting, die werde ich ersetzen durch eine 7.4. Jetzt noch nicht sofort, weil ich weiß schon, die Kameras sind knapp. Ich habe im Moment ja noch die. Mal gucken, wie lange noch. Ja, ich glaube, im Frühjahr werde ich dann irgendwann auf die 7.4 wechseln mit der 6.6. Weil das ist halt einfach ein Top-Allrounder. Ich kann tolle Fotos machen, ich kann toll Videos machen. Es ist alles drin, was für mich wichtig ist. Ja, und ich kann mit S-Cineton arbeiten, ich kann in Filmen alles einstellen und ich habe eben noch 33 Millionen Bildpunkte plus den Autofokus. Es macht eigentlich für mich alles. Der Allrounder. Ja, definitiv. Da kam eine neue Frage rein. Welche Festbrennweite für APS-C? Er hat eine 6600er. Sigma 56-1.4 oder was anderes? Das Sigma ist ein sehr, sehr gutes Objektiv. Kann ich ohne Probleme empfehlen. Ich selber habe noch das alte 50mm 1.8 von Sony. Das hat halt den Vorteil, es hat einen Bildstabilisator. Es ist in der Schärfe ein Tick schlechter, ist mein Eindruck. Ich verwende es bei mir im Studio. Also ich habe meine Alpha 6400 im Studio stehen. Die ist da fest verbaut und da habe ich immer noch 50-1.8 dran. Mhm. Wenn man also auch viel aus der Hand fotografiert, bei wenig Licht, ist natürlich so ein Stabil schon eine gute Geschichte. Die 6.6 hat einen Gehäuse, deswegen ist es nicht ganz so entscheidend. Eine Sache muss ich aber jetzt noch sagen. Und die wird die Zoom-Freunde sehr freuen, die Festbrennweiten-Freunde eher nicht. Ich habe an der Alpha 6600, und ich bin absoluter Festbrennweiten-Freund, das seht ihr hier auf dem Tisch, das 16-55-2.8 probiert.
Okay. Und es hat alle meine Festbrennweiten der Bildqualität geschlagen. Und zwar deutlich. Es ist ein teures Objektiv, ja, aber es ist super. Also an der 6.6 verwenden wir eigentlich nur noch das 16-55. Klingt böse, aber wirklich, es ist, ich war so geschockt von der Bildqualität. Könnt ihr im YouTube-Kanal sehen. Da gibt es auch die Originalbilder zum Download. Mhm. Also wer es nicht glaubt, kann sich die raus runterladen und selber an seinen Computer gucken. Mich hat es echt geschockt. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Vor allem nicht von dir. Ich auch nicht. Und vor allem, ich habe ja auch wirklich das Tuit getestet, ne? Das Makro, wo du sagst, 50er Festbrennweite Makro, ja, muss eigentlich abliefern. Muss extrem gut abliefern. Das geht aber besser. Okay. Alles klar. Ich hätte vorher dagegen gewettet übrigens. Ich definitiv auch. Also ich mache viele mit. Ich sage auch, dass Zoom-Objektive sehr viel können, auch jetzt die modernen, wie jetzt das 70-200, das neue, das ist Wahnsinn. Aber bei dem hätte ich es jetzt nicht unbedingt erwartet. Was mich richtig geschockt hat, war das 12-24. Ne? Das, ja, ist ja als G-Master rausgekommen und ich habe das gegen das Blende 4 getestet. Und das Blende 4 ist ein echt gutes Weitwinkel. Mhm. Was am Rand mehr geht mit dem G-Master, ist unglaublich. Ich weiß, das ist ein super teures Objektiv. Ich war so geschockt, wie groß der Unterschied ist. Und den kann man halt echt sehen. Das ist aber so eine Renommee-Optik von Sony. Die haben gesagt, kein anderer hat ein 12-24-2.8. Keiner. Ja. Wir haben eins, wir bauen das Beste, was geht. Und das haben sie gemacht. Ja, das stimmt. Da haben wir die nächste. Hat die 7.4 eine High-Resolution-Funktion? Ich schätze mal, da ist sowas wie jetzt, ne? Pixel-Shift. Nee, hat sie nicht. Also Sony hat in der Alpha 7 R3 und Alpha 7 R4, also den beiden R-Modellen und in der Alpha 1 diese Pixel-Shift-Funktion. Da kann man die Auflösung erhöhen, beziehungsweise wenn man den einfachen Modus wählt mit nur 4 Bildern, kann man das Bayer-Pattern entfernen. Ne? Das heißt, ich kann das Farbmuster quasi herausnehmen und für jeden Pixel Rot, Grün und Blau aufnehmen. Normalerweise habe ich ja dieses Farbmuster und ich kann für jeden Pixel nur eine Farbe aufnehmen. Mhm. Und das ist damit eben ausgegraut. Die 7.4 hat das leider nicht. Okay. Also selbe Person, wenn möglich, bitte die Streaming-Funktion mal zeigen. Mit welchen Smartphones ist die Funktion kompatibel? Also, kann ich aktuell nicht zeigen. Der Hintergrund ist relativ einfach. Mein Xperia-Smartphone, mit dem das geht, das ist unten im Erdgeschoss, im Koffer. Ja. Das habe ich hier nicht eingepackt. Mhm. Aber es geht mit dem Xperia 5 aus der zweiten und dritten Generation und mit dem Xperia 1 aus der zweiten und dritten Generation. Da muss ich nur das USB-Kabel anschließen, eine passende Streaming-Software auf meinem Handy haben. Ich verwende dafür Streamlabs, ich drücke Go Live und wäre live mit der Kamera. Technisch geht es mit jedem Android-Gerät. Das heißt, Chromebooks und so funktionieren, aber das Smartphone muss natürlich diese Verbindung entgegennehmen. Ja. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde jetzt schätzen, dass die Google Pixel Phones das können. Ich habe es aber nicht probiert. Also von daher muss man es wirklich ausprobieren. Mit den vier Xperias geht es in jedem Fall. Mhm. Ansonsten auch schön noch zu sagen, wenn ich damit jetzt, ich sag mal, ein ähnliches Setup jetzt machen möchte, wie hier jetzt zum Beispiel. Mhm. Ne? Man muss es nicht mehr kompliziert mit einer HDMI-Abtastung. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen schöner gelöst über USB. USB-Kabel rein, ja, egal an welchen Rechner, es wird vollautomatisch erkannt und ich kann direkt streamen. Das heißt, ich brauche im Prinzip nur in YouTube gehen, Livestream auswählen. Wenn ich mehr als 1000 Abonnenten habe, kann es losgehen. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Das geht mit Full HD mit 60 Bildern. Die Kamera kann übrigens auch 4K mit 15 Bildern. 15 Bilder würde ich jetzt persönlich nicht streamen. Würde ich auch nicht unbedingt machen, aber alles andere ist möglich. Ja. Wie ist es mit der Color Science? Wie sind die Hauttöne im Vergleich zur grottigen 7.3 für Out-of-Cam-Fotografie? Also ich würde die 7.3 nicht als grottig bezeichnen, weil sie ist schon durchaus nicht so schlecht, aber es hat sich bei der Farbwiedergabe sehr, sehr viel getan. Gerade was Hauttöne und Co. angeht, kann man eigentlich auch in allen neuen Kameras schon sehen. Wer eine 7C hat oder wer eine Alpha 1 hat, der wird das schon kennen und der wird sofort sagen, ja, ist nochmal deutlich besser geworden. Das live zu zeigen, ist für mich immer besonders schwer, weil wenn ich es vor Ort zeige und ich habe Publikum, dann ist es so, dann brauche ich einen kalibrierten Fernseher und kalibrierten Monitor. Wenn ich bei einem Kunden bin und da hängt ein Fernseher an der Wand, ist das schon schwierig, weil dann müsste ich den erstmal richtig einstellen. Und im Livestream ist es noch schwieriger. Ne, weil im Livestream auch noch das Signal komprimiert wird. Das heißt, den Unterschied jetzt live zeigen, wird hier nicht funktionieren. Da wäre mein Tipp, wenn die Person nicht warten kann und es vorher ausprobieren will, einfach mal in den Laden kommen, eine Alpha 1 ausprobieren oder eine 7C ausprobieren, ist es deutlich besser geworden. Auf jeden Fall. Dann, es kommen gerade auch ein paar mehr rein, das ist klar, schön. Ich muss auch gerade was umstellen.
Schlau von mir. Jetzt hast du alle. Ja, ja, nee, ich war gerade auf Top und ich war nicht auf Recent. Ja, also okay. So kommt das dann auch. Verstehe. Da, ich werde keine 7.4 dieses Jahr bekommen, schätze ich. Brauche jetzt aber eine neue. Welche Alternative empfehlt ihr? 7.3 oder 7R4? Kann ich so nicht beantworten, weil mir die wichtigste Information fehlt. Was willst du machen? Ja. Nee, also klar, wenn man sagt, ich möchte extreme Ausschnitte machen, weil ich Wildlife fotografiere, würde ich ganz klar eine 7R4 vorziehen. Klar, der Fokus ist deutlich schneller und ich habe eben diese Crop-Reserven. Mhm. Wenn es nur darum geht, Lowlight und Street zu fotografieren, das, was wir unten fotografiert haben, würde ich eher eine 7.3 vorziehen. Die ist zwar im Fokus noch nicht so gut, mhm, und da muss man vielleicht auch das ein oder andere Mal damit rechnen, dass der Fokus nicht perfekt sitzt, aber man hat halt ein besseres Lowlight-Verhalten. Ja. Ne? So out of the box. Mhm. Wenn man das 7R4-Bild nimmt und kleiner rechnet, sieht es wieder anders aus, aber so out of the box. Mhm. Kein Problem. Dann, wie hoch maximal würdest du die ISO einstellen, wenn du ein Foto auf A5 drucken würdest? Die A5? A5. Relativ klein. Ja. Ich muss jetzt leider das beantworten. Ich würde kein Foto so klein drucken. Ja. Meine Lieblingsgröße ist 60x90. Oh, Lachs, dein Ton ist weg. Mein Ton ist weg. Oh, dein Ton ist weg. Das macht nichts, anscheinend ist es einfach meine Batterie leer. Ja, wir wechseln mal kurz den Akku, aber ich stimme zu, es ist eher selten, in so klein zu drucken. Fotos wirken eigentlich halt am geilsten, wenn es wirklich groß irgendwo ist, dann noch mit einem Passepartout drum und an der Wand. Wenn es so klein sein sollte, dann kann man die ISO eigentlich schon relativ gut hochdrücken, was ich so selber in Erfahrung gemacht habe. Ich habe viele Hochzeiten fotografiert, da kam es auch vor, wenn man dann so kleine Porträts mal rauskimmt. Da muss man nicht großartig die Panik haben, dass man sagt, ab einer bestimmten ISO-Zahl geht es nicht mehr. Es kommt auch immer viel auf den Druck an, wie der gemacht ist. Es kommt ein bisschen auf an, wie die Nachbearbeitung ist, ob dann alles noch scharf ist, Rauschreduzierung etc. Hat viele Faktoren. Ja, also ich würde sagen, ich benutze meine Kamera bis ISO 12.800. Mhm. Auch eine Alpha 7.4 werde ich bis 12.800 nutzen und im Notfall auch mal 25.6. Das aber nur, wenn sich nicht vermeiden lässt. Also ja. 6.4 wäre so meine Grenze, mit der ich noch sehr gut zufrieden bin. Mhm. Alles oben drüber, dann wie gesagt 12.8 geht noch, 25.6 im Notfall. Meine Erfahrung ist, dass wenn man Software ein bisschen beherrscht, ein bisschen Entrauschen beherrscht, ja, ist auch größere kein Thema. Und ich kann das mit einem Beispiel beschreiben. Ich hatte ja bis vor 2 Jahren ein großes Studio in Köln. Mhm. Ne? Und da hing an der Wand ein 60x90 Bild von dem Festival of Lights in Berlin. Mhm. Und Festival of Lights in Berlin sind angestrahlte Gebäude. Ich hatte das Brandenburger Tor fotografiert mit einer Projektion drauf, also mit farbigen, mhm, Mustern. Und ich habe mir irgendwann Spaß draus gemacht, weil dieses Bild ja groß an der Wand hing und alle Leute geguckt haben, die Leute von sich aus zu fragen, mit welcher Kamera hast du das gemacht? Dann gehen die Leute immer ganz nah an dieses Plakat ran, ja, gucken und sagen, ah, das muss schon eine Alpha 7 gewesen sein. Ich habe immer gesagt, nee, der Sensor war kleiner. Ja, dann war es eine Alpha 6000, damals 6500. Nö, der Sensor ist kleiner. Kann nicht sein. Habe ich super oft gehört. Gemacht habe ich es mit der AX10, mit einem 1 Zoll Sensor. ISO 6400 und kein Mensch hat in dem Print das Rauschen gesehen, weil es halt einfach im Print ganz anders ist als auf dem Monitor. Ich habe das Bild eben nicht 400% vergrößert. Ja. Das, was wir hier eigentlich machen, ist bei der Vergrößerung der Fotos, wir blasen es so stark auf, dass man den Fehler unbedingt sieht. Ja. In der Praxis, auf einem Bild, was man als Ganzes erfasst, spielt es kaum eine Rolle. Eben. Also deswegen sage ich auch, wahrscheinlich wird der Print mit ISO 12.800 und mit 25.6 auch noch gut aussehen. Ja, definitiv. Man muss immer Betrachtungsabstand mit reinpacken, wenn man auch mal an große Billboards denkt, die irgendwo an der Fassade hängen. Wenn man nah dran gehen würde, da kannst du die Pixel sehen. Ne? Dann kannst du wirklich bei den höchsten ISO-Werten geht natürlich so ein bisschen Dynamikumfang verloren. Ja. Und das sieht man dann, und ich fand, das sieht man eher als das Rauschen. Mhm. Also dass so ein bisschen die Brillanz fehlt, der Kontrast fehlt. Okay. Dann, was wir gerade hatten, ich pushe mir die E-Mail wieder hoch. Sony 12 bis 14 G-Master oder 16-35 G-Master für Landschaft Nacht Astro? 16-35. Warum? Weil es universeller einsetzbar ist. Okay, also für Landschaften ist 16-35 meistens die bessere Wahl. Mhm. Diese ganz extreme Brennweite, die muss man handeln können, da, mhm, muss man Spaß dran haben. Wenn die Person das kann und da Spaß dran hat, dann ist das ist halt super extrem von der Brennweite. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass wahrscheinlich mehr von den Landschaftsfotos in dem Bereich 16 bis 20 mm entstehen und eher weniger noch viel unten drunter. Mhm.
Und deswegen würde ich wahrscheinlich das 1635 eher empfehlen. Okay. Wie sieht es von der, ich sag mal, Sternabbildung aus? Hattest du da auch schon Tests gemacht von beiden miteinander? Habe ich nicht gemacht, weil, wie gesagt, ich bin nicht so der Weitwinkeltyp. Also ich benutze, ich habe jetzt das 14er gekauft, ja, weil ich damit gefilmt habe. Sehr viel. Deswegen, ich habe keins von beiden mit Astro probiert. Ich glaube, beide werden ziemlich gut sein. Mhm. Dann ist der Sucher der 74 für Brillenträger optimiert. Kann man das Sucherbild für Brillenträger umstellen? Ich meine nicht die Dioptrien. Mhm. Nee, er meint den Bildausschnitt, das kenne ich. Das haben wir bei der Alpha 1 und bei der 7S3. Da kann man das Sucherbild kleiner machen. Hier habe ich es im Menü nicht gesehen. Ich hatte es damals auch nicht gesehen, als ich geguckt habe. Deswegen genau, ich weiß natürlich nicht, ich habe jetzt die Kamera ist ja jetzt final, ob es da vielleicht noch dazugekommen ist. Das müsste ich nachgucken, kann ich dann heute nicht beantworten. Also ich fürchte auch, dass ich es so schnell nicht finde. Ich kann ja mal nebenbei suchen. Genau, ich suche mal nebenbei. Das war auch ein bisschen versteckter im Menü, ich erinnere mich. So, dann gebe ich dir mal als nächstes. Ist für die 6300er die Brennweite Sony FE 90 mm gut für Landschaft? Klar. Also 90er Makro ist ein Knaller. Wenn man natürlich dann mit so einer langen Brennweite arbeitet, ist Landschaft ein bisschen schwieriger. Ne? Also das heißt, man muss schon den Bildausschnitt relativ genau bestimmen. Ich mache das mit meinem 135er ganz häufig, dass ich Landschaften fotografiere. Wegen auch Komprimierung dann das so ein bisschen? Genau, weil ich halt einfach Strecke überbrücken kann, Sachen ausblenden kann, die mich in der Landschaft stören. Mhm. Und wenn du jetzt, ich bin heute Morgen Fahrrad gefahren, ne? Durch einen bunten Herbstwald. Das ist halt, da kannst du halt auch mit einer langen Brennweite richtig tolle Fotos machen. Verschiedene Bäume, du kannst eine große Wiese überbrücken, du kannst einen Fluss überbrücken, kannst die Spiegelung mit aufnehmen, das geht super mit sowas. Also von daher, gerade in der jetzigen Zeit. Stimmt. Auf jeden Fall. Dann, wie ist eure Einschätzung für ein Telezoom an der 6600er? 70-350G super oder ein anderer Vorschlag? Also 70-350 hat den charmanten Vorteil, es wiegt 625 Gramm. Ich habe es damals getestet gegen das 100-400 G-Master. Mhm. Es hat ein bisschen weniger Kontrast, Schärfe ist fast identisch. Es ist super schnell im Fokus, weil es die neuen Motoren hat. Für mich ist das, ja, ich sage es eigentlich nicht gerne, das Wort, weil es Englisch ist, aber es ist ein No-Brainer. Das ist, wenn du ein kleines, leichtes Objektiv haben willst, nimm das. Wenn du sagst, ich brauche mehr Brennweite, 200-600, 2,1 Kilo, muss man wollen. Also es ist halt wirklich ein Trümmer, das Ding. Ja, das ist wirklich. Und deswegen hängt es sehr stark davon ab, was man macht. Mhm. Wenn es um den normalen Bereich geht, immer 70-350. Mhm. Das ist echt gut. Da kann man generell sagen, aktuell so ein bisschen die neuen Zooms für die APS-C-Varianten, die es einfach kam, die sind wirklich extrem sind zu empfehlen. Gut. Ich habe es nicht gefunden, also Sucher steht da auf jeden Fall nicht drin. Kein Problem. Ich bin mit meinen Fragen wieder am Ende. Wenn ihr noch was habt, ne, machen. Wir sind ja auch nicht ewig da, damit wir auch gucken, irgendwann muss der Lachs immer nach Hause. Ja, ich muss auch noch ein bisschen was einpacken und so. Ich wollte schon sagen, ein bisschen einpacken und es ist ein sehr strikter Zeitplan, der Kollege hier fährt die letzten Tage und auch die nächsten Tage. Deswegen, also wenn ihr was habt, haut es auf jeden Fall nochmal in die Tasten, damit wir das noch beantwortet bekommen, damit hier auch nichts passiert. Ja, das einzige Problem, was ich habe, ich bin wirklich hier morgen und die gesamte nächste Woche bis Samstag einschließlich wieder unterwegs. Am Sonntag haben wir dann Livestream für unseren Kurs, da ist dann Fragen- und Antwortenzeit. Jeder, der das große Paket gekauft hat, kriegt so alle 2-3 Wochen, mache ich einen Livestream-Termin, da kann man seine Fragen stellen. Also alles, was im Kurs nicht beantwortet ist, machen wir da immer. Mhm. Und mein großes Problem ist, wann kriege ich das Video mit dem Bildvergleich fertig? Das muss ich nämlich irgendwie noch hinkriegen. Das muss ich irgendwo zwischendurch reichen. Da muss eine Nachtschicht eingelegt werden, aber das wäre nicht das erste Mal in dem Moment. Das kriegst du auf jeden Fall hin. Genau, ja, ich hoffe. Ich bin guter Dinge, aber das kriegen wir hin. Ich habe noch einen von der Regie reinbekommen. Warum haben die CF-Express-Karten so komische Speicherwerte im Gegensatz zu den SD-Karten? Also 160 GB zu 128 GB zum Beispiel. Warum wüsste ich jetzt spontan auch nicht? Ich nehme an, dass das mit den Speicherzellen zusammenhängt, die wahrscheinlich sich besser schalten lassen. Oder man wird ein höheres Wear-Leveling nutzen. Das heißt, man reserviert einfach mehr Speicher, damit die Karten länger nutzbar sind. Also ich weiß, kennt ihr vielleicht, es werden bei Speicherkarten werden bestimmte Bereiche zusätzlich als Speicher zur Verfügung gestellt, dass wenn einzelne Zellen kaputt gehen, dass die vom Controller quasi herausgenommen werden können. Damit halten die länger. Und ich glaube einfach, das wird bei einer CF Express Typ A, also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es damit was zu tun hat. Logisch, aber hey, es gibt keine offizielle Aussage. Ich habe jetzt bei Sony auch nicht nachgefragt. Einfach nur eine Schätzung.
Dann Objektivvergleich noch einmal. Tamron 17-28 Blende 2.8 oder Sony 16-35 Blende 4. Aktuell, welches ist aktuell besser für Landschaften, speziell im Schärfebereich? Das Tamron ist gar nicht schlecht. Ich würde trotzdem immer das 16-35 kaufen, weil im Landschaftsbereich wird ja meistens abgeblendet gearbeitet. Ja. Und wenn man jetzt nicht Astro machen will, dann hören das meine Kollegen von Sony nicht gern. Aber wenn ich auf Blendenwert 5.6, Blendenwert 8 bin, dann ist das 16-35 so scharf wie das G-Master. Offenblendig ist das G-Master deutlich besser. Ja. Auch bei 2.8 ist es schärfer als das andere bei 4. Mhm. Wenn ich abblende, verschwindet dieser Vorteil fast immer. Und dementsprechend, da es meistens so eingesetzt wird, würde ich immer 16-35 nehmen. Erstens, du hast 16 mm statt 17, was da unten relativ groß ist. Und du hast halt dieses mehr Brennweite. Deswegen wäre ich eher beim Zeiss. Mhm. Klingt auf jeden Fall gut. Ja, die Frage, die hatten wir schon mal, die mache ich wieder raus. Die wird mir die ganze Zeit immer hochgepusht, das war die mit dem variablen Shutter. Oder habe ich die falsch, habe ich die überlesen? Ich stelle sie dir nochmal, ich meine, die hatten wir schon mal. Variabler Shutter hatten wir schon mal. Ich habe die gefahren. Ja, Regie macht natürlich alles richtig. Gibt es infolge der schnelleren auslesbaren Sensors bei bewegten Objektiven noch einen Rolling Shutter-Effekt? Ja, klar, gibt es. Also, prinzipiell ist es ja so, dass es aktuell keine Fotokamera gibt, die keinen Rolling Shutter hat. Bei einer Alpha 1 ist der aber so gering, dass er besser ist als der mechanische in den meisten Fällen. Und da ich jetzt auch noch mit dieser variablen Verschlusszeit arbeiten könnte, kann ich halt solche Lichtflackergeschichten bei einer Alpha 1 zum Beispiel komplett entfernen. Das geht bei einer 7.4 nicht. Der Sensor ist deutlich langsamer im Auslesen. Dementsprechend zeigt er dann natürlich Streifen im Bild oder eben Verzerrung bei schnellen Bewegungen. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass in der Regel das vor allem für Eventfotografen wichtig ist. Also dann, wenn du wirklich zwingend lautlos arbeiten musst. Weil wenn du den mechanischen Verschluss einsetzt, hast du das Problem ja nur ganz, ganz, ganz schwach. Mhm. Also auch ein mechanischer Verschluss braucht ja Zeit. Ja. Aber die ist einfach so kurz, dass es in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Und hier ist es eben genauso. Das heißt, wenn du mechanisch arbeiten kannst, mach mechanisch, dann hast du auf jeden Fall keine Probleme. Mhm. Lautlos musst du immer ausprobieren. Ja. Passend dazu noch eine andere Frage. Rolling Shutter bei Fotos mit elektronischem Verschluss. Haben wir gerade. Ja. Maximale Belichtungszeit bei elektronischem Verschluss? Habe ich nicht probiert, aber ich schätze, dass wir auch hier die 30 Sekunden schaffen. Stellen wir mal gerade ein, ist ja kein Problem. Achso, Moment, wir machen das anders. Ich nehme euch mit aufs Display. Muss ich mir das Kabel rausziehen? Ja, hätte ich fast vergessen. Also haben ja alles hier. Ja, genau. Dann gucken wir uns das doch gemeinsam an direkt. Warte mal. Ist eigentlich noch drin. Hast du an? Ja, ich habe an. Waren wir nicht vorhin auf der anderen? Ich habe aber hier auch kein Signal. Kein Signal? Okay, warte, dann ziehe ich nochmal raus und gebe ihm nochmal einen neuen Impuls. Steht auch noch auf Schwarz-Weiß. Immer noch kein Signal? Nee. Bisher nicht, nein. Das ist schlecht, weil eigentlich habe ich nichts anderes eingestellt als vorhin. Ich kontrolliere noch einmal schnell die HDMI-Einstellung. Mal gucken, ob es daran liegt. 1080i, das müsste eigentlich alles gehen. Ich stelle es mal auf Auto, vielleicht haben wir dann mehr Glück. So. Aber das Bild geht auch nicht weg. Das heißt, irgendwie. Es kann natürlich auch sein, dass das Kabel gerade nicht. Kabel nicht. Okay, dann mache ich es ganz einfach. Dann probiere ich es gerade einmal aus. Ich stelle den Lautlos-Auslöser mal ein. Dann könnt ihr es jetzt leider nicht im Menü mitverfolgen. So, Lautlos habe ich eingeschaltet. Er macht auch Bilder von dir. Also, er macht wirklich Bilder, ist kein Problem. Und jetzt gehen wir in der Verschlusszeit mal so lang, wie wir können. Jetzt bin ich bei 30 Sekunden. Auch das macht er. Display ist übrigens für euch zum Zeigen schwarz. Also ich belichte jetzt 30 Sekunden. Es geht bis 30 Sekunden. Glaubst du genau durchs Bild? Alles gut. Nein. Weißt du, ich bin hier. Ja, ja. Genau. Ja, ich weiß, es belichtet ja 30 Sekunden. Ich wollte nur zeigen, dass es gleich angeht. Regie, das dauert halt 30 Sekunden. Könnte ein bisschen kurz sein. Ich kabel mal nebenbei etwas. Mach mal. Da ist das Bild, es ist komplett weiß, ist ja logisch. Aber 30 Sekunden geht. Ah, das kläre ich super. Dann machen wir mal. Ja, hatte ich aber auch, wie gesagt, vermutet. Dis Pass raus. Auf, Lachs, dann werfe ich dir die nächste Frage. Ja, die nächste Frage, immer her damit. Zum Beispiel,
Sony 8518, kann es die 33 Megapixel der A74 scharf auflösen? Problemlos. Und kann es im Autofokus mithalten von der Schnelligkeit des Motors? Also, Frage, ich wiederhole die Frage nochmal, ja? Ja, gerne. Okay, also Frage war gerade nach dem Autofokusmotor und nach der Bildqualität des 85mm 1.8. Das 85mm 1.8 ist ein hervorragend gutes Objektiv. Ich würde sagen, an den 61 Megapixeln ist das G-Master ein Stückchen besser, aber bis 42 Megapixel kann man, was Schärfe und Details angeht, kaum einen Unterschied sehen. Im Fokus ist es eins der sehr schnellen Objektive, weil es einen Linearmotor hat. Mhm. Und es kann, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich meine, es kann sogar die 30 Bilder einer Alpha 1. Und dementsprechend ist eine 7.4 mit 10 Bildern pro Sekunde gar kein Problem für den Autofokus. Also das geht hundertprozentig in jedem Fall. Mhm. Kann man gut nutzen. Ich persönlich bin eher bei dem G Master, weil ich das Bouquet schöner finde. Das habt ihr ja vorhin schon live gesehen. Aber das 8518 ist natürlich eine günstige und auch eine sehr, sehr gute Variante. Also das kann, empfehle ich immer jeder, der sagt, ich will nicht so viel Geld ausgeben für ein Objektiv, feuerfrei. Das ist ein echt gutes Objektiv. Alles klärchen. Dann direkt die nächste. Kann man den Record-Button im Fotomodus anders belegen? Klar. Also die Frage habe ich nicht zum ersten Mal gehört, ihr habt es schon gemerkt. Selbstverständlich, wenn ich selber gar nicht filmen möchte, ich kann den Record-Taste genau wie eine andere Taste auch frei programmieren, gar kein Problem. Ja, genauso wie jetzt halt bei der 7.4 auch das normalerweise Belichtungskorrekturrad, genau. Ne, das ist jetzt auch das neu Rad, programmierbar. Das Rad hat keinen Anschlag mehr, das finde ich erstmal ganz praktisch. Und das Zweite ist, ich kann es eben wirklich programmieren. Zum Beispiel kann ich das Fokusfeld von links nach rechts oder von oben nach unten wandern lassen. Das heißt, ich könnte hier links, rechts, hier oben, unten, dann kann ich hier meine Fokusfelder verstehen, wenn ich das möchte. Also solche Sachen gehen dann immer. Dann haben wir, welche Sony empfehlt ihr für Tierfotografie, in Klammern Hunde? Mache einen Umstieg auf Sony für einen kleineren Geldbeutel. Genau, ich hätte jetzt gesagt. Ja, ja, deswegen. Standard ich war schon so A1 im Kopf. Alpha 1. Nein. Jetzt ist natürlich die Frage immer, was da bedeutet kleinerer Geldbeutel. Wenn du sagst, ich will im Fullframe bleiben, nimm eine Alpha 7.4, es wird die beste sein. Mit einer Alpha 7.3 kriegst du gute Ergebnisse, aber es wird immer einen Punkt geben, wo du nicht zufrieden bist. Mhm. Mit einer Alpha 7.4 hast du das nicht mehr. Ich weiß, 2.800 Euro ist für die meisten Leute kein kleiner Geldbeutel, deswegen gehen wir eine Stufe weiter nach unten. Wenn es eine Kamera sein soll, die sehr schnell im Fokus ist, würde ich eine 6.400 empfehlen. Die ist günstig. Die ist wahnsinnig schnell. Sie ist nicht so schnell wie eine Alpha 7.4, aber sie ist schnell genug für Hunde. Wenn eine Alpha 6.400 immer noch zu teuer ist, dann eine 6.100. Die ist im Fokus genauso schnell, hat aber das Problem, sie kann nicht so lange Serien schießen. Also da ist sie schwächer als die 6.400. Deswegen würde ich immer das wettergeschützte, stabilere Gehäuse der 6.400, den besseren Sucher und eben die längere Serienbildgeschwindigkeit der 6.4 vorziehen. Also das wäre jetzt meine Empfehlung, 6.400. Wenn auch das, wie gesagt, nicht geht, nehmen wir 6.100. Okay. Dann Empfehlung für Landschaftsfotografie im Lowlight-Bereich, zum Beispiel Winter Norwegen. Für ein Objektiv oder für eine Kamera? Kamera, okay. Ja, da kann man eigentlich fast alles nutzen. Weil, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Landschaftsfotografie würde ich meistens auf dem Stativ einsetzen, wenn es jetzt nicht gerade dauerhaft regnet oder noch besser schneit, dann wirst du auch mit Bewegung kein Problem haben. Also könntest du quasi ISO 100 einstellen, auch an der Alpha 7R4. Und da würde ich dann sagen, höhere Auflösung ist besser. Also in die Richtung würde ich dann gehen. Wenn noch andere Sachen hinzukommen, wird die Auswahl schwieriger. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, Sterne oder Nordlichter, dann wäre vielleicht sogar eine 7R4 die bessere Wahl. Mhm. Okay, dann auch weil es so ein bisschen zur Frage gerade passt, 14mm 1.8 oder 20mm 1.8 für Landschaft/Astro? Ich habe es 14er gekauft. Beantwortet eigentlich alles. Nein. Ja. Ich habe ein 24er, das mag ich gerne. Das 20er ist ein super gutes Objektiv. 20 ist wahrscheinlich für die meisten Leute das etwas häufiger eingesetzte. Ich habe mich total ins 14er verliebt. Ich habe damit, wie gesagt, ja Video gedreht und ich habe es mir gekauft. Muss ich vielleicht erzählen. Ist jetzt aus dem Nähkästchen, ist jetzt privat. Mein Plan war, ich kaufe jetzt das 35 1.4 G-Master. Und wer mich kennt, weiß, 35 ist einer meiner Lieblingsbrennweiten zum Fotografieren. Mhm. Ich habe einen Tag mit dem 14er gesagt, habe das 14er gekauft statt dem 35er. Ich habe also immer noch keinen 35er. Das kommt dann irgendwann nächstes Jahr.
Also ich, das ist schon geplant, aber ich muss erstmal ein bisschen sparen und wenn das dann geht, dann kaufe ich auch einen 35er. Okay. Ja, glaubt mir wieder keiner, ne? Nee, ich habe also, ja alle Objektive, aber ich kriege die nicht geschenkt. Also es ist, schön wär's. Du weißt es ja. Ja, ich kenne das. Aber die anderen glaub, egal wie oft man sagt, man glaubt es das, nicht. Das glaubt einem eh nicht. Okay, dann. Ich fotografiere mit der 6600er und den 200-600mm Vögel. Ja. Lohnt sich der Umstieg auf die 7.4 ohne Telekonverter oder sollte man auf eine neue APS-C warten? Der Umstieg lohnt sich. Allein der Augenautofokus für Vögel ist halt ein Knaller. Und ich glaube nicht, dass im APS-C-Bereich was Vergleichbares in näherer Zukunft kommt. Also nochmal. Sony verrät das nicht. Es kann sein, dass morgen so eine Kamera vorgestellt wird. Ja. Dann lag ich heute komplett falsch. Ich glaube es aber nicht. Weil diese Leistung von dem Prozessor, die Abwärme, die entsteht, in ein ganz kleines Gehäuse einzubauen, halte ich für eher nicht so einfach möglich. Mhm. Also mit Sicherheit irgendwann möglich, aber ich glaube zu jetzigen Zeitpunkt. Deswegen, Augenautofokus für Vögel ist ein echter Dealbreaker. Und falls ihr das noch nicht kennt, guckt bei mir im YouTube-Kanal. Da gibt es ein Praxisvideo dazu, habe ich das gezeigt. Es funktioniert so gut. Ich habe es genau mit dem Objektiv gemacht, was vorne auf dem Tisch liegt. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Ja, und selbst mit Telekonverter, Autofokus ist immer noch extrem gut. Selbst mit der Zoom-Blende funktioniert es. Wir haben es am Lowlight getestet. Ganz eben gesehen, ne? 1200 mm bei Blendenwert 13 im Lowlight und dass der Fokus sitzt. Ja, braucht Licht. Ansonsten, wo waren wir? 102.000? Ja, wir waren Maximum ISO. Also das macht keinen Sinn, dann zu fotografieren. Aber um zu zeigen, wie gut der Autofokus ist, war es super. Ja, das auf jeden Fall. Dann habe ich als letzte Frage, was ich jetzt gerade noch sehen kann. Gibt es bei Objektiven ähnlich wie bei Brillengläsern Beschichtungsschäden bei Temperaturunterschieden? Kenne ich nicht. Also die Vergütung, gibt es ja Nano-Air-Vergütungen, gibt es verschiedene andere Vergütungen, sind meines Wissens nach ganz, ganz dünne Metallschichten, die aufgedampft werden. Zumindest in den meisten Fällen ist es so. Und da kenne ich nur Kratzer oder Abkratzen oder Abschaben von irgendwas. Ja. Aber ich habe noch nicht gehört, dass es irgendwelche Probleme gab bei kalten oder warmen Temperaturen oder bei Nässe. Kenne ich nicht. Mhm. Also gab es, glaube ich, zum Anfang der Vergütung mal, aber inzwischen... Wirklich, aber... Nicht gehört, ist mir nicht bekannt. Nee. Wir kriegen ja auch öfters mal Reparatursachen rein, da habe ich bislang auch nichts, was darin schließen sollte. Sag jetzt mal, dass man da großartig was hat. Ja, ich glaube, bei Brillengläsern ist das Thema, dass man die relativ häufig reinigt. Ne? Ja. Und da man die auch wirklich jeden Tag hat. Meine Optiken reinige ich zwar auch ab und zu, aber mit einem Mikrofasertuch immer im Vergleich zu einer Brille relativ selten. Ja. Okay. Da, ich habe noch eine. Ich würde das jetzt erstmal als letzte definieren, weil auch jetzt erst so ein bisschen sporadisch nur noch reinkommt in dem Moment. Ne? Wir können ja auch im Nachhinein sagen, hey, pass auf, über den Stream könnt ihr auch noch alle Fragen stellen, dann beantwortet Foto Koch die. Oder definitiv. Wenn es irgendwie möglich ist oder eine Frage wir nicht klären können, dann können wir das im Nachhinein auch noch klären. Ansonsten, wenn es um Grundeinstellungen und sowas geht, ne, Lachskurs, alles mit beantwortet. Dann haben wir Sony 7.4, 1080p, 60 FPS, im Webcam-Streaming-Modus. Wie lange kann ich durchgängig streamen ohne Überhitzung oder Abschalten der Kamera? Habe ich nicht probiert. Ganz ehrlich, ich habe die Kamera jetzt quasi seit dem Livestream, seitdem ich hier bin, habe ich die Kamera ja. Ne? Ja. Das heißt, die ist morgens angekommen, ich bin hierher gefahren, wir haben Verkäufertraining gemacht, wir haben den ersten Livestream im Live das Ganze geschaut. Was ich bisher nicht geschafft habe, ist, die Kamera für mehrere Stunden auf den Tisch zu stellen und einfach laufen zu lassen. Ja. Habe ich einfach nicht geschafft. So. Die war ständig im Einsatz seitdem, kann ich nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass es ähnlich ist wie bei der Alpha 7 III. Mit der Alpha 7 III habe ich sehr, sehr viel gefilmt. Ich habe im Hochsommer, da war sie gerade erschienen, heißeste Tag des Jahres, 2 Stunden 38 Minuten 4K aufgenommen, am Stück für eine Veranstaltung und das war kein Problem. Und ich gehe davon aus, dass bei der 7.4 auch Überhitzung keine Rolle spielt. Ich habe es aber nicht probiert. Also, okay. Wenn das nicht so ist, nagelt mich bitte nicht drauf fest. Mein erster Eindruck ist, das wird wahrscheinlich unlimitiert funktionieren. Okay, super. Dann, ich sehe keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich schon mal, dass du hier warst und alles beantwortet hast. Egal, zu was es war in dem Moment. Danke fürs Live-Shooting, auch wenn es nass war. Aber die Bilder waren echt cool und ich glaube, den Leuten kann man ein bisschen sehen, wie es auch dann wirklich in der Praxis ist. Wie das Ganze auf dem Feld ist, besser als einfach nur eine Präsentation anzugucken. Von daher vielen, vielen Dank an die Leute draußen. Wer ihn noch nicht kennt, warum nicht?
rübergehen, YouTube-Kanal, ganz, ganz viele Videos zu allen möglichen Themen, auf jeden Fall vorbeischauen und natürlich auch gerne für andere Themen noch bei uns vorbeischauen, im Shop, alles Mögliche. Ich bedanke mich für die rege Teilnahme, dass auch wirklich Fragen reinkamen, nur so konnte es auch wirklich interaktiv werden und auch cooler werden. Und da vielen Dank von meiner Seite, vielen Dank da und vielen Dank an die Regie, die heute auch ein bisschen was zu tun hatte da hinten. Ne? Also musste auch ein bisschen gekämpft werden zwischendurch. Aber von daher vielen Dank. Ich verabschiede mich. Du kannst nach Hause fahren. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und sehr gerne. Guck jetzt, dass ich meine Sachen so langsam wieder einpacke. Und, ja. Und ja. Diesmal auch bitte nichts vergessen, nicht wie letztes Mal. Ja, sorry. Vorletztes Mal. Vorletztes Mal. Subi. Nee, dann einen schönen Abend an alle, die gerade da sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.